Ja, dann würde ich sagen, starten wir. Ich höre gerade, es sind auch weitere Zuschauer noch bei YouTube, na immerhin. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Podiumsdiskussion Kursachsen und Europa im Dreißigjährigen Krieg. Wir sind Teil des Workshops Kurfürst Johann Georg I. und der Dreißigjährigen Krieg in Sachsen, den das ISGV, also das Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde, die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und das Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, GWZO, zusammen veranstalten. Wir setzen damit ja intensive Diskussionen fort, die wir im November letzten Jahres schon geführt haben. Und wir hatten damals schon im Schloss tagen wollen und auch diese Podiumsdiskussion durchführen wollen, was dann Corona-bedingt verschoben werden musste. Auch die Ausstellung wurde verschoben. Und jetzt hatten wir gedacht, es würde alles gut zusammenkommen. Ausstellung seit Juli eröffnet, Corona-Bedingungen okay. Ja, quasi Stühle gerückt in Dresden im Residenzschloss, Hotels gebucht, das Restaurant gebucht für die Aftershow-Party. Und dann kam Montagabend die Ankündigung der GDL, wodurch klar war, dass wir insbesondere auch die Podiumsdiskussion wohl kaum live vor Ort durchführen können. Umso mehr freue ich mich, dass alle bereit waren, auch hier online aufzutreten und wir damit diese Veranstaltung doch durchführen können. Und den geselligen Teil verschieben wir dann auf ein anderes Mal in Dresden oder wo auch immer. Ich begrüße als Gäste auf dem Podium ganz herzlich in alphabetischer Reihenfolge Privatdozentin Astrid Ackermann aus Jena, Dr. Dorothee Götze aus Bonn, beziehungsweise in Kürze Sundsvall, Professor Dr. Michael Rohrschneider aus Bonn, Dr. Thomas Sterneck aus Prag und Professor Dr. Sigrid Westphal aus Osnabrück. Mein Name ist Andreas Wurz, ich bin Inhaber des Lehrstuhls für sächsische Landesgeschichte an der TU Dresden und zugleich Direktor des Außeruniversitären Instituts für sächsische Geschichte und Volkskunde. Und ich habe die große Freude, diese Podiumsdiskussion heute zu moderieren. Meine Gäste werden sich gleich kurz selbst vorstellen. Erlauben Sie mir zuvor ein paar Gedanken zu unserem Thema und zum geplanten Ablauf der Diskussion. Wir haben auf unserer Tagung im November und auch im Rahmen unseres jetzigen Workshops sehr stark auf die sächsische Politik fokussiert, auf den Kurfürsten, die Kurfürstin, weitere sächsische Akteure, das gesellschaftlich-soziale Gefüge der damaligen Gesellschaft, Fragen des Kriegsalltags, des Friedensschließens, der Kriegsfolgenbewältigung und zuletzt, nicht zuletzt auch auf die Kunst im Krieg, also Bellum et Artes. Eine Dimension, die bei dieser Auseinandersetzung mit dem Dreißigjährigen Krieg immer berücksichtigt werden muss, ist natürlich die europäische. Auch wenn selbst manche Gesamtdarstellungen, die noch jüngst zur 400-jährigen Wiederkehr des Kriegsbeginns 2018 erschienen sind, diesen Krieg vor allem als deutschen Krieg, als deutschen Krieg erscheinen lassen, also als Krieg, der auf dem Boden des Heiligen Römischen Reiches ausgetragen wurde und in dem es hauptsächlich um die Fürsten, den Kaiser und das Reich ging. Aber nicht nur das Ergebnis, der Westfälische Frieden war ein europäisches Ereignis und ein Ergebnis auch europäischer Politik, sondern selbstverständlich auch die 30 Jahre Krieg zuvor. Böhmen, Habsburg, Spanien, Schweden und Frankreich, aber auch Dänemark, die Generalstaaten oder Polen, Litauen und andere spielten in diesem Zusammenhang eine Rolle, teilweise eine wichtigere als die kriegsbeteiligten Reichsfürsten. Sachsen, das Kurfürstentum Sachsen war von Beginn an in besonderer Weise betroffen, grenzte es doch unmittelbar an den böhmischen Unruheherd, spielte es aufgrund seiner verfassungsmäßigen Stellung eine herausgehobene Rolle im politischen Gefüge des Reiches, war gleichsam geborene Führungsmacht der Protestanten und zugleich eng mit dem habsburgischen katholischen Kaiser verbunden. Er litt zahlreiche Kampfeshandlungen auf seinem Territorium, mischte bei nicht wenigen dieser Kampfeshandlungen und Schlachten auf verschiedenen Seiten mit, gewann die Lausitzen als wichtige Territorien hinzu, auch dauerhaft, bemühte sich dann relativ bald zu Beginn des Krieges schon um Frieden, schloss einen Frieden 1635, aber eben doch nicht mit allen Beteiligten, sodass der Krieg dann weiterging und nicht zuletzt Sachsen sehr stark heimsuchte. Erst 1645 fand Sachsen dann in eine gewisse Neutralität zurück. Die schwedische Besatzung dauerte dann aber bekanntlich bis 1650, also 2 Jahre länger als dieser Dreißigjährige Krieg.
Sachsen ist in der Geschichtsschreibung zum Dreißigjährigen Krieg bislang eher wenig Aufmerksamkeit zuteil geworden, was verschiedene Ursachen hat, die ich hier nicht wiederholen möchte, aber bei der künftigen Erforschung, über die wir ja auch diskutieren wollen, ist sicherlich die ja letztlich Verknüpfung dreier Ebenen wichtig, die im Dreißigjährigen Krieg ineinander spielen, also die territoriale Ebene des Kurfürstentums, die Ebene des Reiches und seiner Territorien insgesamt und dann die Ebene der europäischen Staatenwelt. Und diese Ebenen, beziehungsweise insbesondere die europäische, wollen wir ja heute Abend diskutieren. Das Setting ist folgendes. Auf unserem virtuellen Podium versammelt sind fünf Diskutantinnen und Diskutanten, die sozusagen von außen auf Sachsen schauen und jeweils eine Partei hier repräsentieren. Aus der Perspektive Böhmens sehen und hören wir Thomas Sterneck. Aus der habsburgischen bzw. kaiserlichen Perspektive Sigrid Westphal, die mitteldeutschen Reichsfürsten repräsentiert, Astrid Ackermann, Schweden, dafür steht Dorothee Götze mit dem entsprechenden Hintergrundbild und Frankreich und Spanien, dazu wird sich Michael Rohrschneider äußern. Ziel ist es, Kursachsen und seine Politik in diese europäischen Zusammenhänge einzuordnen und dabei ganz bewusst von einem multiperspektivischen Bild auszugehen, das sich aus den Sichtweisen dieser unterschiedlichen Akteure ergibt. Eine zweite, vielleicht etwas allgemeinere Diskussionsebene ist dann die Frage, eben wie diese unterschiedlichen Ebenen, die ich gerade genannt habe, Territorium, Reich und Europa oder europäische Mächte-Konstellation auch in der Forschung zusammenzubringen sind und was das vielleicht auch für konkrete Anstöße dann für die, ja, einerseits die sächsische Landesgeschichte bringen könnte, aber eben auch für die allgemeine Forschung zum Dreißigjährigen Krieg unter Einbeziehung auch dieser sächsischen Konstellation. Kurze technische Ansage, wir streamen auf YouTube, das hatte ich ja schon gesagt. Wir werden gerne in unsere Diskussion auch Wortmeldungen aus dem Publikum einbeziehen. Melden Sie sich einfach im Chat, ich habe das im Blick und versuche Sie dann an den entsprechenden Stellen mit reinzunehmen und in die Diskussion einfach einzubeziehen. Ja, bevor wir in die Diskussion einsteigen, möchte ich ganz herzlich Claudia Brink, Teda Jürjens und Dirk Sündram von den Staatlichen Kunstsammlungen nochmal danken dafür, dass sie diesen Rahmen geboten haben. Hätte ich jetzt gesagt, säßen wir im Residenzschloss, Herr Sündram. Aber trotzdem haben sie natürlich den Rahmen geboten, auch unseres Workshops im Schloss. Und auch vor allem die Organisation gestemmt haben. Die Vorbereitungen einer solchen Veranstaltung sind ja immer aufwendig. Unter Pandemiebedingungen sind sie noch aufwendiger und man braucht immer einen Plan B in der Hinterhand. Und jetzt ist es eben Plan C gewesen, den wir dann ziehen mussten. Und es hat funktioniert. Also ganz herzlichen Dank. Ja, und damit gehen wir auf das Podium und ich würde unsere Diskutantinnen und Diskutanten um ja eine Kurzvorstellung bitten. Machen wir es vielleicht alphabetisch. Astrid, wenn du kurz dich vorstellen würdest. Ja, also mein Name ist Astrid Ackermann. Ich bin Privatdozentin an der Universität Jena und habe nach dem Studium der Geschichte und Sozialwissenschaften auch in Köln, München und Utrecht eine kulturgeschichtlich ausgelegte Promotion gemacht. Da geht es anhand früher Modezeitschriften um die europäische Mode und Lebensstil um 1800. Und meine Habilitation kommt dem heutigen Thema viel näher. Das ist eine Biografie Herzog Bernhards von Weimar, des Kriegsunternehmers des Dreißigjährigen Krieges, der unter anderem in schwedischen und französischen Diensten stand. Und darauf aufbauend habe ich mich mit verschiedenen Aspekten dieses Krieges und auch des Westfälischen Friedens beschäftigt. Ich bin Dorothee Götze. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Geschichte der frühen Neuzeit und Rheinische Landesgeschichte an der Universität Bonn
wo ich auch nach meinem Studium in Greifswald mit einer Arbeit zur Schlussphase des Westfälischen Friedenskongresses promoviert wurde. Seitdem habe ich vor allem zum immerwährenden Reichstag gearbeitet und an meinem Habilitationsprozess, Projekt zu Integration im Ostseeraum, Integrationsprozessen im Ostseeraum, wo ich auch für mehrere Forschungsaufenthalte in Tallinn und zuletzt in Lund war, ehe es mich dann jetzt, Andreas Rutz hat es schon angekündigt, ab Oktober dann ganz nach Schweden verschlagen wird. Ja, mein Name ist Michael Rohrschneider. Zunächst mal auch ein herzlicher Dank an Andreas Rutz für die Einladung und dass das noch so wunderbar geklappt hat, trotz GDL-Streik. Wie Andreas Rutz bereits erwähnte, bin ich in Bonn ansässig. Ich leite da den Lehrstuhl für Geschichte der frühen Neuzeit und rheinische Landesgeschichte und bin zugleich Leiter des Zentrums für historische Friedensforschung. Das ist die Institution, die für die Edition der Akten zum Westfälischen Frieden zuständig ist, die Acta Pacis Westphalicae, und dass ich gleich dann über Frankreich und Spanien Auskunft geben werde, hängt mit meiner Habilitationsschrift zusammen. Da habe ich nämlich die französisch-spanischen Verhandlungen auf dem Westfälischen Friedenskongress untersucht. Ja, vielleicht ich bin jetzt dran. Ja, also mein Name ist Thomas Sterneck. Ich bin Mitarbeiter am Historischen Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften in Prag, beziehungsweise in dessen Budweiser Zweigstelle, und gehöre zu der Abteilung der frühneuzeitlichen Geschichte am Institut. Geboren bin ich in Budweis im Jahre 1972, habe die Philosophische Fakultät der Universität Brünn studiert und dort habe ich auch die Dissertation gemacht und im Jahre 2003 verteidigt unter dem Namen Stadt, Krieg und Steuer, Brünn im mährischen Steuersystem zur Zeit des langen Türkenkriegs. Dieser erschien als Buch im Jahre 2006. Was meine Forschungen zum 30-jährigen Krieg betrifft, da befasse ich mich vor allem mit der Geschichte der Städte, und zwar der Städte Budweis und Brünn im 30-jährigen Krieg. Das katholische Budweis war zu Kriegsbeginn interessant als Vertreter der konfessionellen Minderheitspartei in Böhmen. Und dazu habe ich ein Buch veröffentlicht unter dem Namen Kampf um Budweis 1618-19 und auch eine Quellenedition unter dem Namen Treue und Verrat in einer gefährdeten Stadt mit dem Untertitel Quellen zur politischen Kommunikation der Stadt Budweis zu Beginn des böhmischen Aufstandes 1618. So viel zu mir. Ja. Dann bin ich wohl dran jetzt. Also mein Name ist Sigrid Westphal. Ich komme aus der Friedensstadt Osnabrück. Das passt, glaube ich, ganz gut auch in unseren Kontext. Ich habe dort die Professur für die Geschichte der frühen Neuzeit inne und gleichzeitig bin ich im Vorstand und eben auch immer wieder Direktorin des Forschungszentrums für Kulturgeschichte der frühen Neuzeit. Wir haben traditionell seit über 25 Jahren auch einen Schwerpunkt in der historischen Friedensforschung und das ist sicherlich der Bezugspunkt auch zu dieser heutigen Podiumsdiskussion, weil ich mich sehr intensiv mit dem Westfälischen Frieden beschäftigt habe. Und vielleicht in dem Zusammenhang möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass jetzt gerade das Handbuch Frieden im Europa der frühen Neuzeit erschienen ist, wo auch Michael Rohrschneider mit Herausgeber war. Ich glaube, da können wir wirklich stolz darauf sein. Und da werden eben auch viele Aspekte, die uns auch jetzt beschäftigen werden, spielen dort auch eine gewichtige Rolle. Und warum ich die kaiserliche Perspektive vertrete, ich hätte auch wahrscheinlich die mitteldeutschen Fürsten ganz gut vertreten können, aber ich habe mich natürlich mit den Kaisern sehr intensiv beschäftigt, auch schon im Zusammenhang auch mit meiner Habilitationsschrift über kaiserliche Rechtsprechung. Also da vermute ich mal, kam dann der Link her. Aber ich freue mich, hier zu sein und auch, dass die Podiumsdiskussion endlich stattfindet und wir doch so ein gewichtiges Auditorium hier um uns versammeln können. Ja,
herzlichen Dank für die Kurzvorstellung. Wir werden jetzt zwei Runden sozusagen mit Statements machen. Ich würde die Podiumsdiskutanten einmal bitten, die verschiedenen Kriegsparteien ganz kurz vorzustellen und dann nach dieser ersten Tour de Force oder Tour d'Horizon darauf zu schauen, sozusagen, was die Perspektive dieser einzelnen Parteien auf Kursachsen ist. Aber beginnen wir erstmal mit den Kriegsparteien, dass wir einen Eindruck bekommen, wer hier im Podium vertreten ist oder welche Parteien. Und da würde ich sagen, machen wir so ein bisschen chronologisch über den Verlauf des Krieges und beginnen also am besten mit Böhmen, mit Herrn Sterne. Okay, also was die böhmische Kriegspartei betrifft, da gibt es hier ein Problem einer eindeutigen Definition der böhmischen Kriegspartei im Dreißigjährigen Krieg. Dieses Problem hängt ja schon mit den Umständen des Kriegsausbruchs zusammen im konfessionspolitisch gespaltenen böhmischen Königreich. Wenn wir auf die drei Perioden des Dreißigjährigen Kriegs uns konzentrieren, in denen Kursachsen bzw. der sächsische Kurfürst Johann Georg aus Sicht der Länder der böhmischen Krone von besonderer Bedeutung waren, dann stellte die böhmische Partei jedes Mal etwas anderes dar. In den Jahren 1618 bis 20, also zur Zeit des böhmischen Ständeaufstands, dass die böhmische Partei oder genauer gesagt die Mehrheitspartei waren es die Aufständischen, die rebellierenden Stände, die die Macht übernahmen und von denen ein Teil Johann Georg als geeigneten Kandidaten für den böhmischen Thron ansah. Auf der anderen Seite gab es aber natürlich auch einen minderheitlichen Teil der böhmischen Ständegemeinschaft, die sogenannte katholische oder spanische Partei, die durch einige Repräsentanten des Adels vertreten war und daneben auch durch einige Städte wie meine Heimatstadt Budweis und auch Pilsen. Und diese stellten sich gegen die evangelischen Stände. Zweitens, wenn wir in die 20er Jahre des 17. Jahrhunderts übergehen, waren die Verhältnisse in Böhmen dadurch gekennzeichnet, dass da zu einer Auseinandersetzung mit der niedergeschlagenen Rebellion kam. Es ist eine Zeit der Rekatholisierung in Böhmen, eine Zeit der Abwanderung der nicht-katholischen Eliten und das Exil. Das ist eher, man kann sagen, eine Art Fortsetzung der böhmischen Kriegspartei von der Zeit des böhmischen Aufstands. Es ist auch eine Zeit der politischen Wende in Böhmen, die verneuerte Landesordnung etc. Und in der Folge dessen war der Beginn der 30er Jahre des 17. Jahrhunderts damit typisch, dass man hier kaum von einer böhmischen Partei reden kann, sondern von mehreren Parteien vielleicht. Erstens mal die Ideen des Aufstands werden im böhmischen Exil fortgesetzt, teilweise in Sachsen, aber das Exil war nicht einig und war in verschiedene Strömungen gespalten und nicht nur in Sachsen natürlich tätig. Zweitens waren Adelige oder Söldner oder auch Politiker aus den böhmischen Ländern, die im habsburgischen Lager gekämpft haben oder sich betätigten. Ein führender Vertreter war ja der Wallenstein, mit seinen unklaren Plänen natürlich und der unter anderem ja auch bekanntlich Verhandlungen mit Sachsen führte. Und drittens hat er auch noch die Opposition gegen Wallenstein im kaiserlichen Lager. Und darunter waren auch Offiziere und Politiker aus den böhmischen Ländern. Zum Beispiel ist ja da Heinrich Schlick als Hofkriegsratspräsident zu nennen. Also so viel zum Problem der böhmischen Partei. Ja, vielen Dank, Herr Sternig. Es ist kompliziert in Böhmen und ja. Das ist wunderbar, dass Sie da sind. Dann gehen wir weiter und schauen uns mal die kaiserliche Seite an. Frau Westphal.
Ja, ich habe gerade einen Hinweis bekommen, dass mein Mikro zu nah dran ist. Ist das jetzt besser? Es ist, also okay. Ich höre gut. Wunderbar. Alles klar. Okay. Ja, ich glaube, von der kaiserlichen Seite aus ist es sehr viel einfacher, die Protagonisten zu bestimmen, weil wir in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges eben zwei Kaiser haben, die das Heilige Römische Reich Deutscher Nation regiert haben. Das war einmal eben Ferdinand II. Von 1619 bis 1637 und dann eben Ferdinand III. Von 1637 bis 1657. Und was die kaiserliche Seite aus meiner Sicht, also beide Kaiser auszeichnet oder unter, sagen wir mal, ja, was hier berücksichtigt werden muss, ist, dass beide eben in so einem Spannungsgefüge agieren mussten. Sie mussten einerseits natürlich aus kaiserlicher und Reichsperspektive agieren, sie waren aber gleichzeitig auch eben immer Könige von Böhmen und Ungarn. Das ist also sozusagen nochmal eine weitere Perspektive, die man immer mit einbeziehen muss. Dann verfügten die österreichischen Habsburger über eine große Hausmacht mit den österreichischen Erblanden. Also sie waren also auch noch Landesherren und nicht zu guter Letzt, im Prinzip haben sie also auch noch die Verbindung zu der spanischen Linie der Habsburger, also eben das Gesamthaus Habsburg, was sicherlich bei Michael Rohrschneider auch gleich noch eine Rolle spielen wird, dass eben die Gesamtdynastie Habsburg also hier auch immer noch als großes Dach sich vorgestellt werden muss. Also das heißt, in diesem Gefüge mussten die Kaiser immer agieren und auch die unterschiedlichen Interessen austarieren. Und das muss, glaube ich, im Dreißigjährigen Krieg intensiv mitgedacht werden. Und ein weiterer Faktor, der hier auch natürlich eine Rolle mitspielt und wichtig auch ist, gerade für diese beiden Kaiser, das ist eben die konfessionelle Konstellation. Also beide von Jesuiten erzogen, dezidiert katholische Ausrichtung, auch durchaus gegenreformatorisch tätig, was man eben an den unterschiedlichen Territorien auch erkennen kann, wo sie eben auch Landesherren waren. Und ich denke, dass, oder zumindest mal Ferdinand II. War möglicherweise noch etwas oder konnte diese katholisch gegenreformatorischen Tendenzen noch etwas rigoroser zur Geltung bringen als Ferdinand III., der dann schon unter etwas schwierigeren Rahmenbedingungen agieren musste. Das kann man bei Ferdinand II. Eben doch sehr gut daran sehen, dass er also nach 1620 in Böhmen natürlich eine massive Umwälzung ausgelöst hat, nicht nur der Herrschaftsverhältnisse, sondern auch der konfessionellen Verhältnisse und im Prinzip das klassische Beispiel für gegenreformatorische Tendenzen ist eben das Restitutionsedikt von 1629, was ja dann tatsächlich auch nochmal zu einer massiven Wende im Kriegsgeschehen und auch zu einer noch stärkeren Europäisierung des Krieges dann geführt hat. So viel erstmal zu den kaiserlichen Protagonisten. Ich denke, im Gespräch werden wir da noch mehrere Aspekte dann zur Sprache bringen können. Ja, vielen Dank. Dann zoomen wir mal auf den mitteldeutschen Raum vielleicht. Astrid? Ja, das Selbstverständnis der Reichsfürsten noch im mitteldeutschen Raum ist ja davon geprägt, dass sie Glieder des Reichs sind und in ihren Territorien zugleich selbst Herrschaftsträger, dass sie das Reich mitregieren über verschiedene Gremien, wie in der Formel Kaiser und Reich, wiedergespiegelt. Und die Kurfürsten mit Sachsen haben ja so einen Fall gegeben, verstehen den Kaiser oft oder in der Regel auch nur als Primus inter pares, sie wählen ihn schließlich. Und gleichzeitig sind die Reichsfürsten durch die Reichsverfassung grundsätzlich eingehegt. Sie machen Politik mit Bezug auf das Reich und sie wollen es auch im Dreißigjährigen Krieg nicht abschaffen. Und das gilt auch, wenn sie Bündnisse mit auswärtigen Mächten eingehen. Und der böhmische Aufstand war ja schon angesprochen worden. Der Beginn des Krieges hat ja schon ganz wesentlich was mit den Reichsfürsten zu tun, auch wenn Böhmen nicht im engeren Sinne zum politischen System des Reichs gehört und es den böhmischen Ständen um ihre Mitwirkungsrechte geht. So machen sie doch mit Kurfürst Friedrich V. von der Pfalz einen maßgeblichen Reichsfürsten zum neuen König und setzen auf seine internationale Vernetzung und auch darauf, dass sie Hilfe von den Reichsständen bekommen. Und im Reich ist ja dann auch im Krieg immer wieder die Sorge aufgekommen,
dass sich das Verhältnis der Kräfte zwischen Kaiser und Reichsständen verschieben könnte, dass der Kaiser seine Stellung zu sehr ausbauen könnte, zu mächtig werden könnte. Stichwort Restitutionsedikt zum Beispiel ist das eine Problem. Und ein anderes, mehr konfessionell gelagert, das natürlich auch eine politische Ebene hat, wenn es darum geht, ob es eine Verschiebung der konfessionellen Besitzstände geben kann, mit denen ja Macht- und Einflussmöglichkeiten, finanzielle Mittel zusammenhängen und was dann auch eine große Sprengkraft haben kann. Und im Laufe des Krieges wird zunehmend deutlich, dass es ein gemeinsames Problem der Reichsstände und des Kaisers gibt, das Agieren der auswärtigen Mächte. Und es ist auch für die Reichsfürsten deutlich, wie sehr Schweden und Frankreich eigene Ziele mit dem Eingreifen in den Krieg verfolgen. Beim Prager Frieden 1635 zeigt sich, dass ein Frieden im Reich ohne diese auswärtigen Mächte gar nicht umgesetzt werden kann. Und man kann auch sehen, dass so eine gemeinsame Interessenbasis von Kaiser und Reichsfürsten sich auch als Problem für die Kurie darstellt, die dann in der französischen Zeit, also der Zeit des französischen Kriegseinsatzes verhindern wollen, dass es ein gemeinsames Vorgehen dieser Gruppen gegen Frankreich geben könnte. Und natürlich gibt es zwischen den Reichsfürsten ganz verschiedene Parteien, je nach Zeitpunkt auch unterschiedlich. Schließlich haben sie schon vor dem Krieg Fronten verhärtet, waren Reichsinstitutionen blockiert. Und man sieht dann neben denjenigen, die auf verschiedenen Seiten Krieg führen, auch eine Partei, die versucht, einen neutralen Kurs zu fahren, auch im mitteldeutschen Raum, so Johann Casimir von Sachsen-Coburg. Er gehört zu diesen Neutralitätspolitikern, versucht sich und sein Land aus dem Krieg herauszuhalten, auch dann die Wettiner im Sinne eines Ausgleichs insgesamt zu beeinflussen. Frau Westphal hat das untersucht. Er tut das nicht von Anfang an, aber dann zunehmend. Und die Weimarer hingegen beteiligen sich schon beim böhmischen Aufstand auf der Seite des Winterkönigs. Ja, vielen Dank. Und dann schauen wir uns Schweden an als weitere, aber große auswärtige Macht, die ja gerade Sachsen stark betrifft. Dorothee. Vielen Dank. Und Frau Ackermann hat jetzt schon mehrere Stichwörter geliefert in ihrer Vorstellung der Reichsstände mit auswärtiger Macht. Das ist Schweden auf jeden Fall. Aber auch die Interessensleitung dieser Mächte im Krieg. Und bei Schweden ist die Interessenslage zu Beginn des Kriegseintritts eigentlich noch gar nicht so richtig klar, oder sie verändert sich stark während des Kriegsengagements. Schweden tritt relativ spät in diesen Krieg ein, zum Ende des ersten Drittels, also 1630 ist die landet Gustav Adolf, den Sie hinter mir sehen können, wie er mir über die Schulter schaut, der schwedische König mit seinen Truppen auf der Ostseeinsel Usedom. Allerdings gab es schon sozusagen ein schwedisches Intermezzo zwei Jahre zuvor, 1628, als die Stadt Stralsund von kaiserlichen Truppen unter Wallenstein belagert wurde. Die Schweden haben Entsatz geschickt und hatten schwedische Truppen in der Stadt und auch erstmal in der Stadt behalten. Der offizielle Kriegseintritt ist trotzdem erst 1630 nach der Kriegserklärung oder nach dem offiziellen Erklärung in den Krieg zu gehen. Jetzt ist die Frage, warum mischt sich Schweden in den Krieg, der zu diesem Zeitpunkt ja vor allem im Reich stattgefunden hat? Warum mischt sich Schweden in diesen Konflikt überhaupt ein? Dazu muss man wissen, dass aus schwedischer Perspektive sich dieser Einsatz anschließt an das Ringen, an die Konflikte, die Schweden im Grunde seit den 1560er Jahren im Ostseeraum führt, als die Ordnung, die politische, die militärische, aber auch die religiöse Ordnung im Ostseeraum, die aus dem Mittelalter kam, nach und nach an Funktionalität verlor und neue Ordnungen etabliert werden mussten, weil Herrschaftsbereiche zusammengebrochen sind, wie die Kalmarer Union Anfang der 1520er Jahre, aber auch zum Beispiel der Ordensstaat im Baltikum, wo dann die Ostsee-Anrainer Dänemark, Russland, Polen, Litauen, dann auch Polen, Litauen als Union und auch Schweden sich engagierten. Und in dieser Reihe von Konflikten, in denen Schweden seit 1560 im Grunde ununterbrochen stand, ist auch der Einsatz der Einstieg in den Dreißigjährigen Krieg zu sehen. Es ging darum, nachdem 1629 ein Waffenstillstand mit Polen, Litauen erreicht werden konnte, die noch bestehende Gefahr einer Bedrohung, eines Zunahekommens des Kaisers an die Ostsee und damit an den schwedischen Macht- und Einflussbereich zu begrenzen und sich abzusichern. Also Sicherheit ist das große Wort, und mit dem Begriff Sicherheit oder mit dem Ziel der Sicherheit für Schweden ist Gustav Adolf in den Krieg gestartet.
Begründet wurde das allerdings offiziell anders, nämlich als Einsatz für die Bedrückten, das heißt unter Druck stehenden evangelischen Stände im Reich. Und das ist das, womit die schwedische Propaganda versucht hat, den Eintritt zu rechtfertigen, womit man zunächst auch versucht hat, Bündnispartner im Reich zu gewinnen als Retter der Protestanten. Und das ist auch das Bild, das ja bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts vor allem in der protestantisch-preußisch-russischen Geschichtsschreibung immer wieder auch tradiert wurde. Es gibt noch von Anfang der 1930er Jahre Gedenkplakaten, wo Gustav der zweite Adolf als Retter des deutschen Protestantismus gefeiert wird. Das Agieren der Schweden während dieses Kriegs war, das muss man sagen, von Anfang an eigentlich erstmal sehr ziellos. Sie sind gelandet und dann war die Frage, was nun? Dann standen sie mit fremden Truppen in der nordöstlichen Ecke dieses Reiches und eigentlich wusste man nicht, wohin. Eigentlich hatte man nicht genug Ressourcen aufgrund des langen Krieges und man hatte keine Bündnispartner. Und das waren so die ersten Jahre, da ging es darum, Bündnispartner unter den Reichsständen zu gewinnen. Man hat Pommern, ich würde sagen, nicht sehr freundlich in ein Bündnis gezwungen. Der Herzog drohte auszusterben und man hat ihm sozusagen bildlich die Pistole auf die Brust gesetzt und sich damit einverleibt und die Anwartschaft auf Pommern einverleibt, ist dadurch in Konflikt zu Brandenburg geraten, dass man aufgrund dynastischer Verbindung aber letztlich an seine Seite ziehen konnte. Und man hat bereits vor Kriegseintritt auch um die Gunst Johann Georgs von Sachsen geworben. Und das ist das, wo wir dann in der zweiten Runde ja nochmal drauf kommen, und hat versucht, sich auch mit Sachsen einig zu werden und mit Sachsen zu verbinden. Und das ist so vielleicht das konstanteste Moment des schwedischen Kriegseinsatzes, die Bindung an die Reichsstände und der Versuch, die Reichsstände an Schweden zu binden und diese Politiken aufeinander abzustimmen, nicht gleichberechtigt, sondern im Sinne eines schwedischen Interesses, einer schwedischen Sicherheitspolitik, aber unter dem Vorwand Reichsverfassung, Religions-, Konfessionsstatus der evangelischen Reichsstände zu schützen. Und das hat sich mehr oder weniger sozusagen bis zum Ende durchgezogen mit mehr oder weniger starken Phasen des schwedischen Militärs. Ich denke, an der Stelle können wir es stehen lassen. Ja, danke schön. Und dann haben wir noch Michael, Frankreich und vielleicht auch ein bisschen Spanien. Ja, genau. Ja, vielen Dank. Frankreich und Spanien in 3 Minuten. Also jetzt wird es sportlich. Also das Geschehen der Jahre 1618 bis 48 reiht sich jetzt im Rahmen dieses Duells der beiden katholischen Vormächte ein in eine wirklich ganz, ganz lange konkurrierende, kriegsfixierte Serie von Konflikten, die sich eigentlich so bis in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts letztlich zurückzuverfolgen lassen. Und es war praktisch ein ganz fundamentaler Antagonismus zwischen Frankreich und Spanien, der zu konstatieren ist, der auch das frühneuzeitliche Staatensystem wirklich ganz lange Zeit fundamental prägte. Wichtig ist zunächst mal zu betonen, dass der offene Krieg zwischen Frankreich und Spanien nicht 1618 begann und auch nicht 1648 aufhörte. Vielmehr erfolgte die offizielle Kriegserklärung Frankreichs an Spanien erst 1635. Und trotz langjähriger Verhandlungen hat man es in Münster nicht geschafft, mit dem Westfälischen Frieden von 1648 diesen Konflikt zu beenden. Das heißt, beide Mächte, also Frankreich und Spanien, setzten ihren Konflikt über 1648 hinaus, noch 11 weitere Jahre fort und kamen dann erst in den Pyrenäen zu einem dann, wenn auch relativ kurzlebigen, Friedensschluss. Die Bedeutung Frankreichs und Spaniens für den Gesamtverlauf des Dreißigjährigen Krieges ist wirklich kaum zu überschätzen. Man muss immer bedenken, Spanien nahm ja seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts so etwas wie die Hegemonialstellung, eine Suprematiestellung, und zwar sowohl politisch als auch militärisch in Europa war und dominierte auch, Siegfried Westphal hat es mal so angedeutet, dominierte auch innerhalb der habsburgischen Dynastie. Ne? Also Madrid ist eigentlich der tonangebende Faktor in diesem Verhältnis zwischen den beiden Höfen. Frankreich schickte sich dagegen im Dreißigjährigen Krieg mit Erfolg an, die hegemoniale Stellung Spaniens herauszufordern. Und Spaniens Engagement im Dreißigjährigen Krieg, das muss man immer bedenken, steht in einem ganz engen Zusammenhang mit dem sogenannten Achtzigjährigen Krieg, also gegen die aufständischen nördlichen Niederlande. Also man hatte zwar 1609 in Antwerpen einen 12-jährigen Waffenstillstand vereinbart, aber ganz Europa rechnete damit, dass dieser Konflikt 1621 dann auch wieder offen ausbricht, was dann ja auch faktisch der Fall war. Und aus französischer Perspektive war es nun eben ganz entscheidend, mittels der Gewinnung von
Einfallspforten und Passagen, wie das immer in der Forschung so schön heißt, politische und militärische Positionsgewinne gegenüber den Habsburgern zu erzielen, um sozusagen den immer perhorisierten perhorisierte spanische Universalmonarchie, um dieser entgegenzuwirken. Also Richelieus Kriegsziel war es ganz klar, praktisch an die Stelle des spanischen Königs den französischen Monarchen zum mächtigsten und angesehensten Herrscher zu etablieren. Auf spanischer Seite dagegen war man eher daran interessiert, so in defensiv bewahrender Absicht, das ja wirklich globale spanische Imperium zu bewahren, was aber auch letztlich dann natürlich immer gleichbedeutend war mit einer Präponderanz der Casa de Austria, also der spanischen und der österreichischen Linie des Hauses Österreich. Also man kann zusammenfassend sagen, dass dieser spanisch-französische Grundkonflikt im Dreißigjährigen Krieg lautete einerseits defensive Bewahrung der habsburgischen Vormachtstellung versus Sprengung der habsburgischen Dominanz und Etablierung einer französischen Führungsrolle. Also wir alle wissen, wie es ausgegangen ist. Langfristig gesehen hat sich Frankreich in diesem, in Anführungsstrichen, Duell um Europa durchgesetzt, wohingegen Spanien ganz schmerzliche Reputationseinbußen hinnehmen musste und die Erosion des spanischen Imperiums auch langfristig nicht verhindern konnte. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diese erste Runde. Jetzt wissen wir sozusagen, kennen die einzelnen Player und Akteure, zumindest die, die hier versammelt sind. Es gibt ja auch noch eine Reihe andere. Und jetzt wollen wir den speziellen Blick auf die internationalen Verbindungen sozusagen richten und schauen, wie blicken denn die einzelnen Akteure eigentlich auf Kursachsen. Dazu machen wir eine zweite Runde, die wir, denke ich, auch wieder chronologisch machen. Und bei Böhmen als nächstgelegenem Ort und Region anfangen. Herr Sterneck. Ja, also zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Ständeaufstands in Böhmen wurde Sachsen als Wege der lutherischen Reformation von einigen böhmischen Nichtkatholiken als das nächstgelegene nichtkatholische Nachbarland und als potenzieller Verbündeter angesehen. Vor allem die mit Sachsen verbundenen Adligen, wie die Familien Schlick und Reder, förderten die sächsische Kandidatur für den böhmischen Thron im Jahre 1619. Joachim Andreas Schlick reiste nach Dresden, um Johann Georg zur Annahme der böhmischen oder zur Annahme der Kandidatur zu bewegen. Doch damit verließ der größte Förderer Sachsens Böhmen. Für viele war Johann Georg jedoch wegen seiner Ablehnung des Calvinismus und wegen seiner von Anfang an zurückhaltenden Haltung gegenüber dem böhmischen Aufstand in Böhmen inakzeptabel. Das Jahr 1620 markierte dann einen grundlegenden Wandel, in dem Johann Georg einen Pakt mit Ferdinand II. Schloss. Anfang 1621 wurde Joachim Andreas Schlick, der bereits erwähnte Adlige, der während des Aufstandes Lausitzer Landvogt gewesen war, als unbequeme Person von den Rädernschen Gütern nach Dresden geschleppt, wo Johann Georg ihn nach Ankündigung von Sanktionen gegen die Aufständischen an Ferdinand II. Übergab und Schlick bei der Altstädter Exekution dann hingerichtet wurde. Im Juni 1623 verpfändete zwar Ferdinand II. Den Kurfürsten wegen seiner Haltung während des böhmischen Aufstandes die Ober- und Niederlausitz. Dennoch wurde Sachsen in den 1620er Jahren zu einem wichtigen Zufluchtsort für böhmische Exulanten. Diese betrachteten ihren Weggang aus der Heimat nur als vorübergehend und zogen es vor, sich in der Nähe der böhmischen Landesgrenze niederzulassen. So war vor allem Pirna, wurde zu einem wichtigen Exilzentrum, in dem vor allem lutherisch orientierte
römische Nicht-Katholiken Zuflucht fanden. Ab 1629 war Pirna das inoffizielle Zentrum des böhmischen Exils, aber diese Rolle war mit zunehmenden Kontroversen verbunden. Dazu gehörten der Druck des Dresden-Konsistoriums auf die Reinheit des lutherischen Gottesdienstes und die Unterdrückung calvinistischer Abweichungen. Auch gehörten dazu Auseinandersetzungen innerhalb des Exils, so zum Beispiel die Exulanten aus der Brüderunität mit Zentrum im polnischen Leszno, Lissa, waren im Streit gegen Pirna. Und schließlich gehörten dazu auch die sich verschärfenden Konflikte im Zusammenleben zwischen den einheimischen Bewohnern Pirnas und den Exulanten, die in der Regel nicht das Bürgerrecht anstrebten. Nach dem Prager Frieden von 1635 wurden Anstrengungen unternommen, die Positionen der Exulanten irgendwie rechtlich zu klären, aber 1639 löste sich die Bernauer Exilgemeinde nach der Eroberung von Pirna durch die Schweden auf. Die Exulanten wollten nicht gegen die Schweden kämpfen. Sie wurden des Verrats beschuldigt. Einige starben im Kampf, andere gingen mit den Schweden, andere kehrten nach Böhmen zurück und konvertierten. Doch, damit sind wir schon bei der Zeit nach dem Einfall der Sachsen nach Böhmen, der wohl am stärksten im tschechischen Geschichtsbewusstsein im Zusammenhang mit der Rolle Sachsens im Dreißigjährigen Krieg verankert ist. Im November 1631 überschritt das sächsische Heer das gemäß der Vereinbarung mit den Schweden in Schlesien einmarschieren sollte, die böhmische Landesgrenze und besetzte nach und nach den nordwestlichen Teil des Königreichs und auch Prag. Wegen des zurückhaltenden Verhältnisses Sachsens zum böhmischen Exil konnte Heinrich Matthias Thorn, einer der Führer der böhmischen Exulanten, den Sachsen erst mit Verspätung nach Böhmen folgen und der Einmarsch wurde fast ausschließlich von den lutherischen Exulanten begleitet. Noch im November 1631 wurden die Köpfe der hingerichteten Rebellen aus dem Altstädter Brückenturm entfernt und würdevoll beigesetzt. Einige der zurückkehrenden Exulanten begannen, ihre beschlagnahmten Güter wieder in Besitz zu nehmen, zum Missfallen der örtlichen Bevölkerung. Für die Sachsen bereits Feinde waren und die Exulanten unwillkommene Rückkehrer, die ihre Besitztümer zurückerhalten wollten. Wallenstein übernahm jedoch wieder das Kommando über das kaiserliche Heer, vertrieb die Sachsen und eroberte Prag im Mai 1632 zurück. Und noch der letzte Satz vielleicht, das aus böhmischer Sicht war noch der Prager Frieden vom Mai 1635 von staatsrechtlicher Bedeutung. In seinem Rahmen entstand ja der Traditionsrezess, der die Herrschaft Johann Georgs über die Lausitzen bestätigte. Also so viel von der böhmischen Seite. Ja. Ja, vielen Dank, Herr Sternig. Da sind wir also ganz nah an Sachsen dran und Böhmen verliert tatsächlich die Lausitzen. Schauen wir auf die Kaiserlichen, Frau Westphal. Ja, also am Anfang meines Statements steht erstmal der Hinweis auf ein großes Desiderat. Also Kursachsen gehörte neben Bayern zu den wichtigsten reichsständischen Verbündeten des Kaisers. Und umso mehr hat es mich einfach verwundert, wenn man jetzt also beispielsweise sich die Biografien über Ferdinand II. Oder Ferdinand III. Ansieht, dass dort Kursachsen außer jetzt bei Thomas Brockmann, Thomas Brockmanns Biografie, also ansonsten spielt Kursachsen eigentlich kaum eine Rolle, obwohl Kursachsen also aus kaiserlicher Perspektive wirklich eine wichtige Funktion hatte. Da möchte ich einfach nur auf dieses Desiderat schon mal hinweisen, weil Sie vorhin das also ja auch schon angesprochen haben. Also
aus kaiserlicher Perspektive kam eben einem intakten und kooperativen Verhältnis zu Kursachsen, also aus ganz verschiedenen Gründen, eine zentrale Rolle zu. Und das lag eben gar nicht mal so sehr an der militärischen Unterstützung, also die wurde auch erwartet, aber es ging auch im Prinzip um den kurfürstlichen Status und eben dann die Brückenfunktion, die man eben Kursachsen aus kaiserlicher Sicht eben ja zugedacht hatte, nämlich die Brückenfunktion dieses lutherischen und kaisertreuen Reichsstandes sozusagen zwischen Kaiser und dem protestantisch-reichsständischen Lager. Also das war so eine ganz wichtige Funktion, die aus kaiserlicher Sicht eben Kursachsen zugedacht war. Und es gibt einige es gibt aus meiner Sicht zwei wichtige Ereignisse, wo man das eben im Prinzip sehr gut deutlich machen kann. Und das sind auch die Ereignisse, die in der Forschung also am meisten Aufmerksamkeit jetzt erfahren haben, wenn man sich dieses Verhältnis Kursachsen und Kaiser ansieht. Natürlich der Beginn des Krieges und der Prager Frieden. Das sind eben genau die Ereignisse, die eben Herr Steinek auch gesagt hat. Diese beiden Ereignisse, wo man eben ganz klar diese Verbindung zwischen Kaiser und Kursachsen auch festmachen kann, die sind auch am besten erforscht. Und da kann man eben auch dieses enge Verhältnis auch recht deutlich machen, auch aus Sicht eben der Kaiser deutlich machen. Und aus meiner Sicht ist es auch ganz interessant, dass diese beiden Ereignisse auch in ganz enger Verbindung zu den Königswahlen, also zu zwei zentralen Königswahlen beziehungsweise eben Kaiserwahlen stehen. Und diese Wahlkonstellation eben mit dieser politischen Konstellation eng verknüpft ist. Und da spielt ja eben in dieser Wahlkonstellation Kursachsen als Königswille eine ganz zentrale Rolle. Von kaiserlicher Seite aus, um das überblicksartig noch jetzt abzurunden, von kaiserlicher Seite aus hatte man sich eigentlich auch erhofft, dass Kursachsen während der Verhandlungen des Westfälischen Friedens auch eine wichtige Rolle einnehmen könnte, wiederum in dieser Brückenfunktion zu dem protestantisch-reichsständischen Lage. Und interessanterweise ist es so, dass sich Johann Georg während des Westfälischen Friedenskongresses dieser Rolle eigentlich verweigert. Also er übernimmt nicht den Vorsitz im Corpus, im sogenannten Corpus Evangelicorum und verfolgt auch andere Ziele als der Kaiser in dieser Situation. Also auch aus meiner Sicht unter Verkennung der Umstände. Und ich werde das noch ganz kurz nochmal jetzt anhand dieser drei Stationen deutlich machen. Also an zwei Stationen sieht man eben die enge Kooperation und an einer Station sieht man eben dann doch diese unterschiedlichen Interessen dann durchschimmern. Aus kaiserlicher Sicht war es eben so, dass die Unruhen in Böhmen eben den Macht- und Herrschaftsanspruch der österreichisch-habsburgischen Linie also in massiver Weise gefährdeten. Und Kaiser Matthias war ja noch bis 1619 an der Macht. Er hat eigentlich schon gleich gesehen, dass aus dieser Konstellation heraus sich doch ein größerer Konflikt entwickeln könnte. Und deswegen war am Anfang dieses böhmischen Konfliktes doch der Wille noch durchaus da, eben auch diese Unruhen einzudämmen und eben doch zu befrieden. Und für diese Konstellation benötigte eben die kaiserliche Seite auch die Unterstützung der Reichsstände. Kursachsen, und das muss man immer wieder hier auch betonen, Kursachsen hat ja in dieser Konstellation zunächst ja mal ein Interpositionsangebot gemacht. Und dieses also dieses Vermittlungsangebot, das ist ja eben dann auch von kaiserlicher Seite auch angenommen worden. Und das führte dann dazu, dass Kursachsen in diese Rolle eines neutral vermittelnden
Reichsstandes hier eben jetzt festgelegt wurde. Also Kursachsen gibt dieses Interpositionsvermittlungsangebot, das wird angenommen unter der damaligen Konstellation von kaiserlicher Seite, weil man eben die Unterstützung Kursachsens eben auch benötigte. Diese ganz frühe Weichenstellung, also diese, dass Kursachsen diese neutral vermittelnde Rolle eben sich begeben hat, diese Weichenstellung, die ist im Prinzip dann auch etwas, was so als Leitlinie für den ganzen 30-jährigen Krieg festgehalten werden kann. Aus kaiserlicher Position war die Idee dann auch, Kursachsen mittelfristig auf die habsburgische Linie festzulegen und auch für die eigenen Kriegsziele zu instrumentalisieren. Und deswegen hat man im Prinzip von kaiserlicher Seite auch zwar Friedensbereitschaft bekundet in dieser Anfangszeit, hat aber diese Friedensbereitschaft dann mit der Forderung nach sächsischer Assistenz verbunden, wenn eben die böhmischen Stände nicht vergleichsbereit seien. Also das war im Grunde schon so ein Jungtim, das hier hergestellt worden ist, um Kursachsen eben auch dann in diese militärisch unterstützende Rolle zu bringen. Und dann kommt eben natürlich die Wahl von Friedrich dem Fünften von der Pfalz zum böhmischen König. Und das war sowieso für Johann Georg ein rotes Tuch, also die Reformierten. Grundsätzlich waren die Reformierten, also bis zum Westfälischen Frieden blieb sich der Johann Georg einfach treu, also die Reformierten als rotes Tuch, mit denen man auf jeden Fall nichts zu tun haben wollte. Und ich glaube, das war sicherlich auch ein Faktor, der dann dazu geführt hat, dass Johann Georg sich eben dann von seiner vermittelnden Rolle gelöst hat und dann eben auch natürlich die gescheiterte Interposition und dieser Konstellation tritt dann Kursachsen auch an die Seite des Kaisers und agiert dann militärisch. Man muss dazu sagen, dass dann natürlich nach dieser Konstellation Kursachsen versucht hat, die Neutralität auch zu wahren, also nach dem böhmischen Unruhen und nach eben im Prinzip diesem militärischen Einsatz hat Kursachsen eben wieder versucht, zur Neutralität zurückzukehren. Das war von kaiserlicher Seite aus durchaus, wurde das durchaus toleriert, weil im Endeffekt damit ja Kursachsen ausschied als ein wichtiger Reichsstand, der sich hätte an die Spitze der protestantischen Reichsstände hätte stellen können und was auch vielfach erwartet wurde. Diese geübte Neutralität von Kursachsen spielte dann eben der kaiserlichen Seite doch in die Hände und es entstand eben keine starke protestantische Partei. In den 1620er Jahren gab es da eben immer wieder auch Anläufe, Kursachsen in diese Richtung zu bringen, aber Kursachsen hat das nicht getan. Es gibt im Grunde 1631 erst, was man als durchaus als Episode sehen kann, wo Kursachsen dann doch sich bereit erklärt hat, so eine Art dritte Partei dann im Prinzip auch anzuführen. Die Abkehr, also das Restitutionsedikt habe ich vorhin schon genannt, 1629, und da kommt es dann tatsächlich auch zu einer kurzzeitigen Abkehr Kursachsens von der kaiserlichen Seite aus und Ferdinand der Zweite hat das auch in Kauf genommen, weil er wirklich die Chance gesehen hat, in dieser militärischen Situation dann eben auch durchaus seine eigenen, auch konfessionellen Ziele eben dann durchsetzen zu können. Und mit dieser und er hatte wohl auch offenbar gehofft, dass Kursachsen hier nicht reagieren würde und diese Politik mittragen würde und musste sich dann doch in seinen Erwartungen getäuscht sehen. Es kommen noch einige andere Faktoren hinzu. Letzten Endes ist es dann so, dass Kursachsen mehr oder weniger gezwungen an die Seite der Schweden dann rückt und das kennen Sie alles, das brauche ich nicht nochmal zu wiederholen, 1634 mit der verlorenen Schlacht bei Nördlingen und dann den Bemühungen zu einem Friedensschluss, da ist Kursachsen wieder ganz fest an der Seite des Kaisers und der Kaiser brauchte auch Kursachsen gewissermaßen als Stellvertreter dann auch für die protestantischen Reichsstände, mit denen sich dann der Kaiser dann ja auch gedachte auszusöhnen. Und im Endeffekt der Prager Frieden
war ja eben ein nur zwischen Kursachsen und dem Kaiser geschlossener Frieden, dem dann eben die Mehrheit der Reichsstände beitrat. Und hier konnte der Kaiser erneut den besonderen Status Kursachsens als einziges lutherisches Kurfürstentum nutzen, das so eben sozusagen stellvertretend für die Protestanten agierte. In der Folge kämpfte Kursachsen dann wieder an der Rolle des, an der Seite des Kaisers, vor allem dann gegen die Schweden. Aber Kursachsen war dann eben militärisch einfach nicht mehr erfolgreich und hatte, wie wir schon mehrfach jetzt gehört haben, auch finanziell massive Probleme und konnte eigentlich hier auch dann keine größere Rolle mehr einnehmen. Und enttäuschend, also man muss dazu sagen, aus kaiserlicher Sicht war es dann eben so, dass man immer gehofft hatte, dass Kursachsen weiter an der Seite bleiben könnte, aber die Probleme der Kursachsen waren so massiv, dass eben ja dann ein Waffenstillstand geschlossen werden musste, Kötzschenbroda, und dass eben dann Kursachsen aus dem Krieg ausschied, obwohl es im Endeffekt der Kaiser gerne gesehen hätte, dass Kursachsen weiter an der Seite des Kaisers kämpft. Es kam dann auch, gab auch Bestrebungen, diesen Waffenstillstand zu brechen. Also von kaiserlicher Seite aus hatte man das eben auch ins Visier genommen und auch Kursachsen in dieser Hinsicht versucht zu beeinflussen. Aber Kursachsen ist dann von diesem Waffenstillstand auch nicht mehr und dem Ausscheiden aus dem Krieg auch nicht mehr abgerückt. Und im Westfälischen Friedenskongress ist es tatsächlich so, dass sich dann eben Kursachsen, ja, der Rolle, die man von kaiserlicher Seite aus eben Kursachsen zugedacht hatte, verweigert und eben nicht mehr diese Brückenfunktion einnahm. Kursachsens Haltung während des Westfälischen Friedenskongresses läuft eben darauf hinaus, dass sich Kursachsen immer stärker quasi mit einer sehr harten Position ins Abseits begibt und im Grunde bei den entscheidenden Friedensverhandlungen auch gar keine Rolle mehr spielte. Also das können wir gerne noch ausführen, aber ich habe, glaube ich, jetzt auch genug geredet. Ja, vielen Dank, Frau Westphal. Ich würde gegen die kaiserliche Seite sozusagen direkt einmal die Schweden hören wollen, weil wir damit ja Frau Westphal hat es schon angesprochen, eben den zweiten wichtigen Koalitionspartner auch Sachsens haben, Dorothee. Ja, und diese Brückenfunktion sollte Johann Georg im Grunde auch für die schwedische Seite einnehmen. Das hatte ich ja in meinem letzten Statement schon angedeutet. Er sollte sozusagen die Brücke zu den Reichsständen schlagen. Man muss dazu sagen, dass sich Schweden ja sehr, sehr früh, also Gustav II. Adolf hat sich sehr früh um Johann Georg bemüht. Ab 1629, 1630 war auch ein schwedischer Gesandte bei Johann Georg und hat eine geheime Audienz erhalten, in der es eben darum ging, die gegenseitigen Möglichkeiten eines Bündnisses oder die Unmöglichkeiten, besser gesagt, abzuklopfen. Die Sondierungen waren erfolglos und Johann Georg hat sich bis 1631, Frau Westphal hat es bereits gesagt, im Grunde immer versucht, einem Bündnis zu entziehen. Er wollte weder ein Bündnis mit den Schweden noch ein Bündnis mit den protestantischen Reichsständen, sondern hat sich als neutral gesehen im Sinne der Reichsverfassung. Und dieses Dogma im Grunde, muss es als Dogma bezeichnen, der Verfassungstreue und der Reichsverfassungstreue, die ihm verbietet, Bündnisse mit auswärtigen Mächten einzugehen oder Bündnisse eben mit Reichsständen, die gegen sein Verständnis der Reichsverfassung standen, die prägen seine Politik. 1631 begibt er sich doch an die schwedische Seite, und zwar ist das im Grunde Magdeburg, gibt den Ausschlag. Und Magdeburg, die Stadt wird ja von katholischen, von kaiserlichen Truppen niedergebrannt. Und dieses Niederbrennen Magdeburgs ist im Grunde der Glücksfall für Schweden, denn die Reichsstände, die evangelischen Reichsstände, die bislang gezögert haben, schließt sich Schweden an, obwohl Schweden dieses Niederbrennen nicht verhindert hat. Und auch Johann Georg, der nun zunehmend von Wallensteins Truppen in Bedrängnis gebracht wird, sie drohen nach Sachsen einzumarschieren, sieht sich in seiner Rolle nicht mehr sozusagen bestätigt, merkt, dass seine Neutralitätskurs scheitert und verhandelt ab August 1631 mit Gustav Adolf über eine Verbindung. Anfang September 1631 verbinden sich die Truppen und in der Schlacht von Breitenfeld ziehen sie das erste Mal gemeinsam ins Feld. Wie sieht jetzt, und das ist ja eigentlich die entscheidende Frage, wie sehen jetzt die Schweden diesen schwierigen Bündnispartner, der eigentlich nicht so richtig will, den man aber unbedingt haben möchte? Das muss man dazu sagen. Die Schweden möchten Johann Georg an ihrer Seite haben, obwohl, wenn man die Quellen liest, dann ist das nicht so schmeichelhaft, was sie über ihn sagen. Er ist trinkfreudig, er ist angeblich, das sagt
Der Reichskanzler Oxenferner, den Sie rechts hinter mir sehen, der stehende Mann, er ist angeblich auch nur ein mittelmäßiger Herrscher. Er ist neidisch, er ist verbittert, er ist unzuverlässig, das liest man immer wieder. Also warum möchte man so jemanden als Bündnispartner haben? Das ist die große Frage. Das hat mehrere Gründe. Das eine ist, er hat Anfang des Krieges zumindest noch Ressourcen, wirtschaftliche Ressourcen, die die Schweden nicht haben und auf die man setzt oder man hofft, sich diese Ressourcen zunutze zu machen. Die Lande, Johann Georg, sind bis dahin vom Krieg im Grunde verschont. Man hofft eben auf frische Truppen, man hofft auf Versorgung aus Sachsen, man hofft im Grunde auf Geldmittel, um die leeren schwedischen Kassen sozusagen ein bisschen aufzufüllen und den Krieg weiter finanzieren zu können. Das Zweite ist, dann sagte ich, das ist diese Brückenfunktion. Man hofft, dass Johann Georg als der sozusagen der bedeutendste evangelische Kurfürst und damit Reichsfürst an die Seite Schwedens tritt, dass das eine Sogwirkung auf andere Verbündete, auf andere einflussreiche Verbündete hat und dass Johann Georgs Kapital im Grunde dazu nutzt, Schweden auch symbolisch zu attraktiv zu machen und zu stärken. Das ist der Grund. Dieses Bitten wird 1631 kurzzeitig erhört. Nach dem Tod Gustav II. Adolfs in der Schlacht von Lützen, also knapp ein Jahr nachdem dieses Bündnis zustande gekommen ist, sieht sich Johann Georg nicht mehr an diese Bündnisvereinbarung gebunden, sondern mit dem Tod des Herrschers erlöscht für ihn auch das Bündnis und die Bündnisfunktion. Der Reichskanzler sieht das anders. Der Reichskanzler versucht, Kursachsen zu halten. Nachdem das nicht gelingt und Kursachsen, Frau Westphal hat es gesagt, dazu strebt, eine dritte evangelische Partei im Reich zu etablieren, gegen den Kaiser, gegen die Auswärtigen, vor allem im Schweden, kommt der Reichskanzler, der Schwedische, ihm zuvor mit dem Heilbronner Bund, den Sachsen ablehnt und zu dem Sachsen nicht zu bewegen ist, sondern in den Folgejahren bis 1634, 35 immer wieder versucht, die dort beigetretenen evangelischen Reichsstände dazu zu bewegen, von der Seite Schwedens zu weichen, den Heilbronner Bund zu verlassen. Das heißt, man hat im Grunde von Anfang an diesen Konflikt. Die Annäherung an Sachsen klappt nicht, die gewünschte, aber Sachsen arbeitet im Grunde gegen Schweden, weil Sachsen Schweden nicht im Reich haben möchte. Es möchte keine auswärtige Macht im Reich haben, das gegen die Reichsverfassung agiert und somit die Interessen des Reiches nicht erfüllen kann, aufgrund dessen, dass es auswärtig ist. Nach der Schlacht von Nördlingen schon 1633, muss man so sagen, also im Grunde schon vor Nördlingen mit der schwedischen Schwäche, beginnt Johann Georg dann auch zwar heimlich, aber nicht unbemerkt von den Schweden. Die Schweden haben einen Gesandten in Dresden, sind hervorragend darüber informiert, was passiert. Beginnt Johann Georg mit Gesandten Wallensteins über potenzielle Seitenwechsel zu verhandeln und dann die Entwicklung zum Prager Frieden ist mit den Schweden bekannt. Und es kommt auch zu keinem Bündnis mehr. 1642 marschieren die schwedischen Truppen nach Sachsen ein, auf dem Weg in die Richtung Süden, Richtung Südosten. Und das ist das zweite Mal, dass Sachsen vom Krieg heimgesucht wird. Und zu diesem Zeitpunkt sind die sächsischen Ressourcen erschöpft. Und Johann Georg muss sich drei Jahre später erst auf den Waffenstillstand, der schon erwähnt worden ist, Kötschenbroda und Anfang 1646 auf einen Frieden einlassen. Aber man kommt nicht mehr zusammen, sondern man ist im Grunde in einem feindlichen, beziehungsweise in einem nicht friedlichen, aber einem zumindest momentan befriedeten Verhältnis zueinander. Und warum, ich fasse nochmal zusammen, warum möchte Schweden unbedingt Johann Georg als Bündnispartner, obwohl er unzuverlässig ist? Man ist abhängig von ihm, man ist abhängig von seinen Ressourcen, man ist abhängig von seinem politischen Einfluss. Damit kann man es auf den Punkt bringen. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr interessant, diese Sicht Schwedens auf Johann Georg auch persönlich, weil das, was du aufgezählt hast an an Charakterschwächen, die ihm danach gesagt werden, das ist eigentlich ja genau das, was man in der Historiographie des 19. und 20. Jahrhunderts dann eigentlich über Johann Georg immer wieder findet. Ne? Also die Trinkfreude, die Unzuverlässigkeit. Also alles das, was man dann in der letztlich protestantischen Perspektive auch auf Johann Georg projiziert. Astrid, vielleicht könntest du den Anschluss machen, weil die mitteldeutschen Reichsfürsten sind ja irgendwie mitgehangen und mitgefangen dann mit diesem großen Player Kursachsen in ihrer Mitte, der irgendwie von verschiedenen Seiten das Interesse auf sich zieht. Wie gehen die Mitteldeutschen damit um? Du musstest uns noch einen Ton geben. Auch sie richten auf Kursachsen hohe Hoffnungen. Sieht man besonders auch bei den Ernestinern, auf die ich jetzt immer wieder eingehen
werde. Aus Sicht der Weimarer war Kursachsen immer wieder viel zu zögerlich. Das gilt schon für 1618 bei den Vorgängen in Böhmen und auch später immer wieder. Und in Weimar hätte man es gern gesehen, wenn der Kurfürst sich an die Spitze einer protestantischen Bewegung gegen den Kaiser gestellt hätte und argumentiert damit, es gehe um die deutsche Freiheit und den evangelischen Glauben, verbindet das freilich mit Hoffnung auf eigene territoriale Erweiterung, Machtambition. Und als dann Gustav Adolf kommt, waren nach Landgraf Wilhelm V. von Hessen-Kassel Ernestiner unter den ersten Reichsfürsten, die sich auf die Seite des schwedischen Königs geschlagen haben, während Kursachsen sich bekanntlich zurückhielt und dann ja Johann Georg auch noch mit Gesandten beim Regensburger Kurfürstentag dabei war, also nach dem Restitutionsedikt, wo Kurmainz noch mal versucht hat, es zu vermitteln. Weil das ernestinische Agieren gegenüber Kursachsen kann man sich ja auch als Versuch verstehen, sich unabhängiger von Dresden zu machen. Da gab es ja erstens die enge Verwandtschaft und so gegenseitige Vormundschaftsregierungen, Streit um den Vorrang der einzelnen Häuser untereinander, jetzt bei den Ernestinern. Und ganz offensichtlich hegten verschiedene Ernestiner auch die Hoffnung, die Kurwürde zurückgewinnen zu können, die nach der Niederlage des ernestinischen Kurfürsten gegen den Kaiser im Schmalkaldischen Krieg 1547 auf die Albertiner übertragen worden war. Und beide, die Ernestiner und die Albertiner, konkurrieren ja auch so um die Position der Schutzpatrone des Luthertums. Und diesen Leipziger Konvent von 1631, den würde ich auch als nochmal einen kleinen Punkt des erneuten Zusammengehens sehen, weil sich ja hier auf die Initiative aus Sachsen und auch zusammen mit Kurfürst Johann Georg von Brandenburg nochmal fast alle protestantischen Reichsfürsten verbinden und versuchen, einen dritten Weg zwischen Schweden und dem Kaiser zu gehen. Aber auch hier hat Sachsen, Weimar, schon ein militärisches Vorgehen gegen die kaiserliche oder wieder ein militärisches Vorgehen gegen die kaiserliche Armee gefordert und an den Schmalkaldischen Bund erinnert, während der Kurfürst, der doch dem Kaiser verbunden bleiben wollte. Wir wissen, das hat jetzt auch beides nicht so funktioniert. Und jetzt haben sich dann, ich springe zum Prager Frieden, 1635 auch die Weimarer dem Prager Frieden angeschlossen. Eine Ausnahme bildet Bernhard von Weimar, der jüngste der Brüder dieser Generation, der auf die französische Seite geht. Aber diesen Beitritt kann man eigentlich nicht so sehr mit Überzeugung erklären, sondern er resultiert vielmehr daraus, dass die bisherige Politik gescheitert war, dass die Position Schwedens zusammengebrochen war und dass man Sorge hatte, vom Kaiser nicht wieder belehnt oder gar mit der Reichsacht belegt zu werden, wie das bei Christian von Anhalt der Fall gewesen war, einem der führenden Köpfe der Union. Und wenn wir gerade bei den Anhaltern sind, vielleicht kurz, da hat man ja auch so verschiedene Lager, während Christian II. Von Anhalt nach seiner Gefangenschaft in Wien sich immer seinem Treueeid gegenüber dem Kaiser verpflichtet fühlt, gibt es bei den anderen Vertretern des Hauses doch dann mehr, wesentlich mehr Distanz gegenüber Wien. Und es kommt natürlich noch hinzu, für die mitteldeutschen Reichsfürsten im Laufe des Krieges, wie für fast alle anderen auch, dass auch sie vom Krieg zunehmend erschöpft sind, ihre Lande erschöpft sind, dass die Steuereinkommen so zusammenbrechen, dass es Einbrüche im Handel gibt, die eigene Autorität als Fürst sogar manchmal bedroht zu sein scheint. Und das fördert die Bereitschaft, dem Frieden beizutreten. Und jetzt war ja eben die Leerstelle angesprochen worden, die Kursachsen beim Westfälischen Frieden erzeugt, indem es nicht handelt. Und das möchte ich zum Abschluss noch ansprechen, denn es sind Sachsen-Altenburg und Sachsen-Weimar, die in diese Position einrücken können als Verhandlungsführer der protestantischen Gruppierung und ihre Gesandten. Das hat eine Dissertation von Herrn Nonnast untersucht, werden auch tatsächlich zu Meinungsführern der Protestanten und leisten eine erfolgreiche Vermittlungsarbeit zu den verschiedenen Seiten hin und können hier so diesen Frieden gut befördern. Vielen Dank. Ja, danke schön. Und dann haben wir noch Michael mit Spanien bzw. Frankreich.
Ja, vielen Dank. Und für alle sächsischen Patrioten unter uns muss ich jetzt erstmal, die muss ich alle erstmal enttäuschen, denn aus der Perspektive Frankreichs und Spaniens zählte also Kursachsen im Dreißigjährigen Krieg zu denjenigen Mächten, die so im Gesamtkontext der eigenen Außenpolitik wirklich eher von nachrangiger Bedeutung waren. Also an den, aber man muss immer sagen, das große Aber, an den Höfen von Madrid und Paris war man sich sehr wohl bewusst, dass der Kurfürst von Sachsen im Heiligen Römischen Reich einen ganz wichtigen politischen und auch militärischen Faktor darstellte. Den musste man dann auch immer beachten, wenn es galt, sich sozusagen in Fragen der Reichspolitik selbst zu positionieren. Also zum Beispiel bei der Kaiserwahl 1619, bei Kurfürsten und Reichstagen. Also immer dann richteten die diplomatischen und politischen Akteure Frankreichs und Spaniens ihr Augenmerk auch auf Kursachsen. Und als führender lutherischer und zudem ja armierter Reichsstand war der Kurfürst von Sachsen ein Akteur, den Frankreich und auch Spanien schwer übergehen konnten, wenn man sich selbst wirklich mal dezidiert reichspolitisch positionieren musste. Also ein Beispiel dafür, das sind die spanisch-kursächsischen Kontakte nach Ausbruch und in der ersten Phase des Dreißigjährigen Kriegs. Aus spanischer Sicht galt es damals, so das Terrain in der Frage abzustecken, ob und inwiefern man in das von Böhmen ausgehende Geschehen intervenieren soll. Kursachsen war in diesem Kontext nicht unwichtig, denn am Madrider Hof wollte man generell so eine breite anti-habsburgische Front verhindern. Und zwar interessanterweise, wie der weitere Kriegsverlauf zeigte, notfalls auch unter Zurückstellung konfessioneller Bedenken. Also dazu war beispielsweise der Conde Duque de Olivares sehr wohl bereit. Auch hoffte man, das lutherische Kursachsen instrumentalisieren zu können, um Uneinigkeit zwischen Lutheranern und Reformierten im protestantischen Lager herbeizuführen. Und man zielte darauf ab, Kaiser und Reich zu einem offenen Auftreten gegen die aufständischen Niederlande bewegen zu können. Das war für die Spanier ganz wichtig. Hierbei machte dann Spanien aus taktischen Gründen immer die eigene Rolle als Stand des burgundischen Reichskreises gelten. Ne? Also dann argumentierte man dezidiert reichspolitisch und auch in dem Kontext war eben Kursachsen nicht unwichtig. Leitend bei der Gestaltung der Beziehung zu Kursachsen waren aber für den Madrider und auch den Brüsseler Hof letztlich immer die eigenen außen- und reichspolitischen Maximen. Also das sind die bekannten, zum Beispiel Sicherung der katholischen Konfession, nach Möglichkeit auch dynastische Solidarität zur österreichischen Linie des Hauses Habsburg und Wahrung der eigenen Interessen im Krieg mit den nördlichen Niederlanden. Ne, das sind so die großen Dinge. Insbesondere aber auch, das ist wirklich der eigentliche Hauptpunkt immer die Haltung Kursachsens im Konflikt Spaniens mit Frankreich. Denn generell, das muss man sich immer vergegenwärtigen, galt aus der Sicht Madrids, wenn Flandern und Italien fallen, dann fällt auch das Heilige Römische Reich in einem nächsten Schritt. Das ist so die berühmte Domino-Theorie. Und in diesem Gesamtkontext muss man eben auch das Verhältnis der spanischen Krone zu Kursachsen einordnen. Geostrategisch gesehen war Kursachsen aus spanischer Perspektive ganz klar von nachrangiger Bedeutung. Am Madrider und auch am Brüsseler Hof war man also eher darauf bedacht, die sogenannte spanische Straße zu sichern. Also das sind diese militärischen Verbindungswege von Italien in die Niederlande. Wenn man sich das anschaut, liegt Kursachsen natürlich an der Peripherie. Und dementsprechend zielte Frankreich, also der große Kontrahent Spaniens, natürlich darauf ab, diese spanische Straße nach Möglichkeit irgendwie zu stören. Ja? Aber auch für den französischen Hof war in diesem Zusammenhang Kursachsen eher so eine Quantité negligeable. Andere Reichsterritorien und Reichsstände waren da aus französischer Perspektive eben wichtiger. Am französischen Hof nahm man darüber hinaus auch immer mit großer Sorge wahr, dass es der kaiserlichen Politik im Laufe des Krieges eben immer wieder gelang zu verhindern, dass sich Kursachsen klar und deutlich gegen das Reichsoberhaupt positionierte. Denn zu den generellen Leitlinien der französischen Reichspolitik zählte ja der Versuch, eine möglichst breite, geschlossene reichsständische Opposition gegen das habsburgische Reichsoberhaupt zu bilden. Also der Prager Frieden ist ein Beispiel par excellence für diesen Sachverhalt. Die Franzosen versuchten sogar noch, die Ratifizierung des Friedensschlusses durch Kursachsen zu verhindern.
und auch die reichspatriotischen Tendenzen des Prager Friedens, der eben unter anderem dazu gedacht war, Frankreich und Schweden vom Reichsboden zu vertreiben, auch das gab natürlich Anlass zur Sorge. Der Regensburger Kurfürstentag von 1636 offenbarte zudem, dass Kursachsen durchaus auch bereit war, spanisches Geld anzunehmen und einen pro-habsburgischen Kurs zu steuern, wenn genügend dabei heraussprang. Also die spanischen Geschenke, die wir heute Nachmittag im ersten Vortrag gesehen haben, ne, die passen nämlich genau in diesen zeitlichen Kontext. Ne? Also da hat man ordentlich finanziert, weil eben eine römische Königswahl Vivente Imperatore gerade anstand. Auch Richelieus Leitgedanke, so eine künftige Friedensordnung im Heiligen Römischen Reich und in Italien jeweils mittels einer möglichst breiten Liga, ne, also wirklich Liga, großes Bündnissystem zu sichern, auch das war letztlich nicht mit der Haltung Kursachsens kompatibel. Kursachsen wollte sich ja eben nach Möglichkeit nicht in den französisch-habsburgischen Konflikt hineinziehen lassen. Und diese fehlende energische Opposition Kursachsens gegen die Habsburger schmerzte aus Frankreich natürlich umso mehr, da man selbst ja eigentlich keine Berührungsängste hatte, sich auch mit Protestanten zu verbünden. Summa summarum, diese ständige Gratwanderung Kursachsens, das ja einerseits Loyalität zum Kaiser demonstrierte, andererseits dem eigenen Selbstverständnis nach, so als führender protestantischer Reichsstand, dass man dem entsprechen wollte, also diese Gratwanderung war sowohl für Frankreich als auch für Spanien durchaus eine außen- und reichspolitische Herausforderung. Eine Herausforderung, die für die beiden katholischen Vormächte aber keineswegs prioritäre Bedeutung hatte. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für dein Statement. Wir haben jetzt aus 5 Perspektiven Statements gehört. Was ich da so als, naja, kurze Summe vielleicht ergibt, ist ja, das habe ich zumindest so verstanden aus sächsischer Perspektive, Sachsen ist wichtig, Sachsen ist zentral vielleicht nicht, aber spielt in den unterschiedlichsten Situationen eine wichtige Rolle als Partner, als Gegner, als Ressource, wie auch immer. Und dem steht ja der Forschungsstand, wenn ich es richtig überblicke, doch entgegen. Also von sächsischer Seite, landesgeschichtlicher Seite ist da noch nicht so viel gekommen. Wenn man nur als ein Einfallstor sozusagen sich mal die Publikationen der FENG, der Vereinigung zur Erforschung der neueren Geschichte, anschaut, also jetzt Zentrum für historische Friedensforschung, und da die Register einfach mal durchgeht, da kommt nicht so viel Sachsen vor. Das ist vielleicht bis 89 verständlich. Und dann kommt die Dissertation von Frank Müller, 97, glaube ich, aber auch in anderen Bänden ist das nicht der Fall. Und das widerspricht diese Perspektive jetzt dem, was wir gehört haben. Wie erklären Sie sich das? Oder gibt es Erklärungen? Frau Westphal hat es ja auch angesprochen, dass es erstaunlich ist, dass man sich mit Bayern beschäftigt. Michael Kaiser ist ja auch da, aber mit Sachsen dann nicht. Also auch aus dieser Perspektive, dass jetzt Franzosen und Spanier sich vielleicht nicht auf sächsische Quellen stürzen, ist verständlich. Aber Schweden? Ich würde gleich mal einsteigen mit einer These. Ich glaube einfach, dass für Kursachsen diese Zeit des Dreißigjährigen Krieges immer wahrgenommen wurde als eine Geschichte des Misserfolgs, also sozusagen des Abstiegs auch. Weil am Ende dieses Dreißigjährigen Krieges und auch am Ende des Westfälischen Friedens ist Kursachsen durchaus auch Verlierer. Und im Grunde ermöglicht diese Haltung von Kursachsen während des Westfälischen Friedenskongresses ist einem anderen Reichsstand dann aufzusteigen, nämlich Kurbrandenburg. Und Kurbrandenburg überrundet dann in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts Kursachsen. Und Kursachsen wird ja also als Reichsstand, als politischer Faktor dann doch zumindest mal aus Reichsperspektive dann doch stärker marginalisiert. Mhm. Also ich glaube, es ist ja auch einfach, man schreibt nicht die Geschichte der Verlierer in Anführungszeichen, sondern man fokussiert sich dann auf diejenigen, die eben profitieren von diesem Zeitraum. Ja gut, das würde erklären, warum sich die Sachsen oder die sächsische Landesgeschichte damit nicht beschäftigt, aber es könnten sich doch die anderen damit beschäftigen, oder?
denke, es hat. Dorothee? Ich denke, es hat auch was damit zu tun, dass Sachsen so schwer zu greifen ist. Also das ist ja, der Kurfürst tendiert mal auf die schwedische Seite, mal auf die Seite des Reiches, mal auf die kaiserliche Seite. Auf keiner Seite hält er es wirklich lange aus. Wenn man böswillig ist, könnte man diese Politik auch als opportunistisch bezeichnen, dass er sich jeweils auf die Seite schlägt, die eben am vielversprechendsten erscheint. Also die Neutralität funktioniert nicht, also geht es zu den Schweden. Die Schweden können seine Bedürfnisse nicht mehr erfüllen, weil sie in einer militärischen Schwächephase sind ab 32 bis 36. Also geht es wieder zurück zur kaiserlichen Seite. Ich denke, das ist das eine. Man kann ihn auf keiner der Seiten richtig greifen, anders als es mit Brandenburg der Fall ist oder mit Hessen-Kassel, das heute auch schon mal anklang, dass sich ja sehr früh für die schwedische Seite entscheidet. Wir könnten auf der katholischen Seite schauen, bei Bayern, dass sich auch sehr, sehr früh entscheidet und seine politischen Ziele sehr konsequent verfolgt. Zwar mit dem Bruch mit dem Kaiser zwischendurch, aber doch sehr, sehr klar. Und ich denke, das ist ein Problem. Ein anderer Aspekt ist, und jetzt versuche ich nochmal die schwedische Perspektive einzunehmen, es ist zu klein und es ist zu unwichtig, Kursachsen, für den Ausgang des schwedischen oder für den schwedischen Kriegsverlauf insgesamt. Das ist sozusagen zum einen einer nationalen Geschichtsschreibung bis zum Zweiten Weltkrieg geschuldet, die eben in einer sehr traditionellen Sicht auf Schweden, schwedische Könige, schwedische Kriegsgeschichte, Ereignisgeschichte fokussiert, wie wir das ja in anderen europäischen Ländern auch kennen. Und dann sozusagen, wenn die Geschichtsschreibung sich allmählich von diesem Tenor verabschiedet, nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir in Schweden quasi keine Forschung mehr zum 30-jährigen Krieg oder zu anderen Konflikten des 17. und 18. Jahrhunderts, weil man in Schweden aus der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs Abstand nimmt von den Heldenkönigen, von denen Gustav II., Adolf I. ist, Karl XII. Dann der Letzte, circa 100 Jahre später, hin zu einer Wirtschaftsgeschichte, zu einer Sozialgeschichte, die ganz andere Fragen stellt, und dann fällt sozusagen der 30-jährige Krieg als Forschungsthema so weg, wie wir es heute diskutieren, und es fällt vor allem Sachsen als Forschungsthema raus, und dann kommt hinzu als drittes Problem, und ich kann mir vorstellen, dass das auch für die französische, spanische oder die andere nicht deutschsprachige Forschung der Fall ist, es fehlen Sprachkenntnisse. Es fehlen spätestens den Mitte der 80er Jahre fehlen die Sprachkenntnisse, um jenseits der schwedischen Quellen in die deutschen Quellen zu gehen und die Korrespondenz zwischen Gustav Adolf, aber auch dem Reichskanzler Oxenstierna und Johann Georg wurde auf Deutsch geführt, und zwar auf dem Deutsch, dem frühneuzeitlichen Deutsch des 17. Jahrhunderts, das ja schon für viele von uns zumindest am Anfang herausfordernd ist, das aber für jemanden, der nicht Muttersprachler ist, nochmal eine ganz andere Hausnummer ist. Und also diese Kombination aus Prägung der Forschung, Sprachkenntnissen und Fokus der Forschung, ich glaube, das macht das aus, warum dann von schwedischer Seite niemand auf Sachsen geschaut hat. Ja, ja. Michael, du hattest dich, glaube ich, noch gemeldet. Ich würde aber noch ganz allgemein sagen, wenn im Publikum Fragen sind oder auch Diskussionsbeiträge, melden Sie sich gerne im Chat, und dann können wir das mit einbringen. Michael. Ja, vielen Dank. Keine Frage, der Forschungsstand ist nicht gut, auch so bilaterale Beziehungen, ne? Spanien, Kursachsen, Frankreich, Kursachsen, gibt es entweder gar nichts oder ganz wenig. Ich sehe die Forschungslage insgesamt aber nicht ganz so schlecht, wenn man so die Schlüsselstellen sich auch für die kursächsische Politik anschaut, ne? Also für die erste Kriegsphase haben wir die Dissertation von Müller, da muss man jetzt erstmal nicht mehr weiter forschen. 1635 liegt eine 4 riesige Edition zum Prager Frieden vor, wo Kursachsen natürlich ausführlich auch eine Rolle spielt. Sigrid Westphal erwähnte die Habilitationsschrift von Thomas Brockmann, wo Kursachsen sehr intensiv behandelt wird, wenn man sich das mal anschaut, im Verhältnis zu Ferdinand II. Und auch die Dissertation über den Regensburger Kurfürstentag von 1636-37. Also immer dann, wenn so Schlüsselstellen der Reichspolitik erreicht sind, spielt Sachsen eine Rolle. Also ich will jetzt nicht das Rad andersrum drehen, ne? Also der Forschungsstand ist tatsächlich schlecht, aber wenn man sucht, genauer guckt, findet man tatsächlich was. Andererseits ist es, ich habe natürlich auch mal einen Blick in die entsprechende Literatur zu Frankreich, Spanien geschaut, in 1000 Seiten Maletkes über Richelieu wird Johann Georg der erste Mal kurz erwähnt, wenn der Prager Frieden geschlossen wird. Und auch in der über 700 Seiten, glaube ich, Biografie von
Elliot über den Olivares spielt Sachsen kaum eine Rolle. Ne? Also das, dieser Befund bleibt ganz klar. Herr Sternig? Ja, ich möchte vielleicht einiges aus der böhmischen Sicht dazu sagen. Und zwar, dass es in der tschechischen Historiographie in der Regel so ist, dass die Geschichte der Beziehungen zwischen Böhmen und Sachsen im Dreißigjährigen Krieg als eine Reihe von Enttäuschungen dargestellt wird. Ja, eine Reihe von Enttäuschungen. Es hat auch mit der Nationalgeschichtsschreibung zu tun und mit der These der sogenannten Germanisierung, ja, die einmal den Habsburgern vorgeworfen war, dann wieder den Sachsen. Hätten die Sachsen gewonnen, dann wäre Böhmen ein deutsches Land, ja, sowas findet man auch in der tschechischen Nationalhistoriographie. Und damit hängen auch dann alle Klischees, die da immer wieder auftauchen, wie der Kurfürst wird als ein stets Besoffener dargestellt und so weiter. Ja. Also so viel zu dem Bild in der tschechischen Historiographie. Ja, und hat sich das in jüngerer Zeit verändert? Oder ist ich glaube schon, ja. Es hängt auch mit den neuen Forschungen zusammen, die sich eben mit dem Bernauer Exil befassen und so weiter. Ja, und die versuchen da auch die sozialen Strukturen zu erforschen und so und die Beziehungen der Exulantengemeinde zu Dresden und auch zu Böhmen. Ja, also es ist natürlich viel objektiver schon. Ja, wenn da natürlich auch viel Arbeit immer noch vor uns steht. Ja, ja danke. Michael Kaiser hatte sich im Chat gemeldet. Ja, hallo, ja, danke für die Möglichkeit zu sprechen. Also ich finde das jetzt sehr interessant, besonders die, was jetzt zuletzt aufkam, die Frage, warum das historiografisch immer noch ein bisschen blass ist. Ungeachtet dessen, dass es natürlich schon gewichtige Arbeiten gibt. Aber und ich finde die Hinweise, die jetzt da schon von verschiedenen Seiten gebracht wurden, schon sehr, sehr weitführend. Ich würde das vielleicht nochmal ein bisschen zuspitzen wollen und damit auch aufgreifen, was in der Diskussion schon angesprochen wurde. In meinen Augen ist es ganz schwierig, Kursachsen eine historische Rolle zuzuweisen. Machen wir uns nichts vor. Der Dreißigjährige Krieg ist ja nicht um seiner selbst willen erforscht worden, sondern hat im 19. Jahrhundert und auch in den folgenden Jahrzehnten immer auch Stellvertreterdiskussionen befördert oder wurde dafür auch wahrgenommen. Man fand Maximilian von Bayern gut, weil der natürlich den Katholizismus gerettet hat. Gleichzeitig hat er das Reich stark gemacht, ohne dass man noch diese Österreicher brauchte. Also fürs 19. Jahrhundert, ich sage bewusst Österreicher und nicht Habsburger, weil es im 19. Jahrhundert natürlich über kleindeutsche Lösungen und sowas ging. Gleichzeitig ist mit Wallenstein auch jemand da, der sozusagen auch das Reich stark gemacht hat, ein starkes Kaisertum praktisch propagiert hat, ohne dass er jetzt gleich konfessionell überdreht hat. Das waren alles so Optionen, die eine Rolle gespielt haben. Das war aus großprussischer Sicht natürlich schwierig, da irgendwie klarzukommen. Deswegen ist man da gerne auf Gustav Adolf gegangen, der sozusagen eine Art präborussische Ersatzrolle dann hat ausfüllen können. Aber so hat man das irgendwie auch ein Interesse und viele politische Stellvertreterkriege im 19. und auch im 20. Jahrhundert mit ausfechten können. Und Kursachsen, was sollte Kursachsen? Ich fand alle Hinweise, die haben die dritte Partei nicht aktiv gespielt. Das also, wir haben jetzt gerade diese kurze Phase des Leipziger Konvents und dann bricht das wieder auseinander und Johann Georg nimmt diese Rolle nicht wirklich kraftvoll an. Irgendwie kann man Kursachsen ganz schwer, ich sage jetzt bewusst und ganz hart, instrumentalisieren, um irgendwie diesem Territorium oder diesem Fürsten eine Rolle zuzuweisen. Das hat die erste Runde so schön gezeigt, wo ja hier jeder Mitdiskutant auch sozusagen ein Staat oder ein Reich hat. Man weiß genau, Spanien will das, Frankreich will das Gegenteil. Das Reich hat die und die Interessen. Und was will Kursachsen? Das ist alles nicht so klar. Und ich glaube, das Stichwort Verlierergeschichte spielt dann noch eine weitere Rolle.
im Grunde setzt ja, das hatten wir auch im November, glaube ich, schon kurz angesprochen, irgendwie geht es ja nicht gut aus für Kursachsen, die viele Dinge verlieren. Und es scheint schon Kurbrandenburg, das deutlich schwächere Territorium, als deutlicher Gewinner auf. Nur als Beispiel Jülichberg, da kommt der Kursachsen bei aller Kaisertreue keinen Millimeter weiter. Also das ist schwierig, daraus historiografisch was Attraktives zu basteln. Und um den letzten Aspekt reinzunehmen, welche Figur steht denn für Kursachsen, um eine richtig schmissige Geschichte zu machen? Johann Georg ist nicht wirklich, also ich sage das mal, als historische Persönlichkeit ist er salopp gesprochen unsexy. Und es ist wirklich, man kann dem auch noch nicht mehr in seinem Scheitern, oder der ist auch nur so halb gescheitert, da ist auch nichts wirklich Schlimmes passiert. Dem Land ja, aber wie wir auch wieder heute Nachmittag gesehen haben, am Ende hat er doch seiner Frau nach dem Krieg wieder so ein Goldkleid schenken können. Ich meine, das ist irgendwie, Kursachsen kommt durch, ist nicht so richtig abgebrannt und den Wettinern geht es trotzdem gut. Also das ist irgendwie so mittendrin. Und wir haben so einige Versuche, finde ich, wie beispielsweise mit Arnim. Ich meine, dass so als Halber, der zeitweise mal so als Militär so in sächsischen Diensten ein bisschen was versucht hat. Auch hier, da sind auch diese Versuche, das Kleindeutsch oder sowas ein bisschen. Aber wir haben auch keine sonst, auch dahinter, wir haben kein Ochsenstierner oder nicht irgendwie auch in der zweiten oder dritten Reihe Leute, wo man sagen könnte, ja, wenn man den mal gelassen hätte, dann wäre Sachsen groß geworden, Kursachsen. Ich finde, da gibt es momentan auch für einen, der sich historisch damit beschäftigen will, nicht den Ansatzpunkt, dass man sagen kann, hier liegt eine verpasste Chance. Wenn der mal richtig hätte durchstarten können, da gibt es in meinen Augen wenig. Geht es wirklich darum, also gerade heutzutage nun historische Größe zu erforschen oder irgendwie den Erfolg? Also ich würde ja gerade denken, das Verlieren oder eben diese Suche nach Neutralität, nach Frieden und so weiter, das sind ja eigentlich Ansatzpunkte für einen neuen Blick auf diese Person. Und wenn man sich mal verabschiedet von dieser Geschichte der großen Männer, die jetzt irgendwie heldenhaft sind, ganz abgesehen davon, Johann Georg sieht schon ganz gut aus in seiner Rüstung, wie wir ihn heute gesehen haben in der Ausstellung. Aber das wirst du im Katalog sehen. Aber du fragst ja nach einem Narrativ, was man jetzt Johann Georg überstülpen kann. Das wollte ich jetzt auch ansprechen. Johannes Burckhardt hat ja jüngst in seiner Friedensperspektive Johann Georg eigentlich sehr stark gefeatured sozusagen in seinem Buch und ihm eine ganz neue und vielleicht für unsere heutige Zeit auch ganz wichtige Rolle zugewiesen. Sigrid Westphal, bitte. Ja, jetzt haben Sie genau schon auf die Spur verwiesen, wie man im Grunde vielleicht da doch noch etwas einen Perspektivwechsel einziehen kann. Wir ringen ja schon sehr lange darum, dem 30-jährigen Krieg neue Facetten abzugewinnen, beziehungsweise eine andere Perspektive drauf zu richten. Und ich habe in meinem kleinen Bändchen zum Westfälischen Frieden, habe ich auch versucht, eine andere Sichtweise auf diesen 30-jährigen Krieg einzunehmen, indem ich eben gesagt habe, wir müssen den Krieg nicht nach den unterschiedlichen Kriegsphasen lesen, sondern wir müssen im Prinzip versuchen, den 30-jährigen Krieg also als ein ununterbrochenes Ringen um den Frieden zu betrachten, also einen kompletten Perspektivwechsel. Burckhardt hat das aufgegriffen und hat daraus dann sozusagen seine Neuperspektivierung gemacht. Und er hat aber natürlich auch schon zu früheren Zeiten Johann Georg immer auch als einen sehr friedensbewussten Reichsstand charakterisiert. Ich glaube, dass man vielleicht noch eine ganz andere Geschichte oder schreiben müsste. Und darauf hat Axel Gotthardt ja hingewiesen. Der hat sich ja mit dem Aspekt der Neutralität beschäftigt, das Ringen um Neutralität, und hat damit sehr stark eben den politischen Diskurs in den Blick genommen und hat darauf aber dann verwiesen, wir müssten eigentlich, oder die Geschichte der Neutralität muss noch geschrieben werden. Also das heißt, der in der Praxis angewandten Bemühungen
von vielen Reichsständen quasi gerade in der Anfangsphase, in den ersten Jahren des Dreißigjährigen Krieges im Prinzip doch eine neutrale Stellung und Haltung einzunehmen. Und wenn man das aufgreift, also die Idee, dass man eben nicht nur immer das Kriegsgeschehen als Ausgangspunkt nimmt, dass man stärker nach Friedensbemühungen sucht und darunter dann eben auch oder parallel daneben eben auch dieses Bemühen um Neutralität in den Fokus rückt, könnte natürlich die Geschichte Kursachsens auch und Johann Georgs auch anders geschrieben werden, weil er tatsächlich ja eigentlich die Vorstellung hatte, sich und sein Land irgendwie also aus dem Kriegsgeschehen auch herauszuhalten, gleichzeitig aber auch das Reich herauszuhalten aus diesem Flächenbrand, der sich dann entwickelt hat und die Kaisertreue. Ich glaube, das ist für ihn eigentlich nur ein Weg gewesen zu sagen, das ist eigentlich der beste Weg, das Reich zu befrieden. Und also die Kaisertreue wird immer so als eigenständiger Wert betrachtet. Muss aber abgeleitet werden aus meiner Sicht. Das ist abgeleitet von seinem Wunsch oder dem Ring darum, dass er sozusagen eine ganz starke Reichsperspektive einnimmt und für ihn eben auch dieser ewige Landfrieden und der Reichsfrieden eigentlich der höchste Wert ist. Also das ist jetzt mal so eine These in den Raum gestellt. Ich glaube, man kann diese Phase ganz anders bewerten, wenn man im Prinzip einen Perspektivwechsel einnimmt und neben diesen Friedensbemühungen eben auch diese Neutralität dort oder diese Neutralitätsbemühungen im Prinzip viel stärker in den Blick nimmt und bei vor allem Johann Georg dann eben nicht immer nur die Kaisertreue betont, sondern sehr viel stärker eigentlich in den Vordergrund rückt, dass er das Reich erhalten möchte und er diese Kaisertreue als wichtigsten Weg dazu gesehen hat, dieses Ziel zu erreichen. Würden Sie denn Kursachsen dann sozusagen einreihen in auch europäische Zusammenhänge? Da gibt es ja gerade in jüngerer Zeit auch Forschung, weiß ich nicht, zur Schweiz etwa, die nicht Teil des Dreißigjährigen Krieges war, aber doch irgendwie in ihrer Wichtigkeit als Neutraler mittlerweile stärker gesehen wird, oder das Osmanische Reich, was sich neutral verhält. Ist das die Vergleichsebene oder sollte man lieber im Reich bleiben? Ich antworte ganz schnell. Ich glaube, dass man muss erst mal im Reich bleiben, um dann im Grunde europäisch vergleichend arbeiten zu können. Es fehlt uns ja eigentlich dieser Zwischenschritt. Diese ganzen Neutralitätsbemühungen, die gerade in dieser Anfangsphase sind, die haben wir als konkrete praktische Politik noch gar nicht richtig im Fokus gehabt. Wir kennen die Diskurse über Axel Gotthardt. Er hat auch die im Umfeld Kursachsens geführten Diskurse in den Blick genommen. Keine Frage. Aber diese konkrete Neutralitätspolitik, die also nicht nur Kursachsen betreibt, sondern andere eben auch, die müssten wir stärker in den Fokus rücken. Und zwar erstmal im Rahmen der Reichsverfassung. Also was gibt die Reichsverfassung überhaupt an Möglichkeiten her, sich in diesem Sinne auch neutral zu verhalten? Und wenn wir das etwas stärker ausgelotet haben, glaube ich, dass wir uns da wunderbar in eine ganz übergeordnete europäische Perspektive einordnen können. Mhm. Weil dann kann man auch sagen, was ist das Besondere? Gibt es Besonderheiten? Was sind die Spezifika, die also durch die Reichsverfassung vorgegeben sind? Also in diese Richtung könnte man, glaube ich, das Ganze wunderbar entwickeln. Mhm. Dankeschön. Astrid, du hattest dich... Ja, aber ich finde prinzipiell die Idee mit dem Vergleich mit der Eidgenossenschaft eine gute Idee, weil dort ja auch die verschiedenen Mächte so versuchen einzuwirken, die Kantone für sich zu gewinnen, auch die unterschiedlichen Positionierungen der katholischen, der protestantischen Kantone, der zugewandten Orte für sich zu nutzen, also Frankreich, Spanien, das Kaiserhaus, jeweils mit ganz unterschiedlichen Argumentationen. Und da gibt es ja auch so die Schiene, es ist doch Teil des Reichs, ne, und es ist Schutzmacht oder es ist besonders angelehnt an den französischen Kaiser. Und weiß ja auch, dass aus Pariser Sicht zum Beispiel die Botschafter dort einen sehr hohen Stellenwert haben, so Solothurn und andere Sondergesandte. Ne? Und also es hat auch eine strategisch wichtige Position, das ist durchaus vergleichbar in mancherlei Hinsicht dann mit Kursachsen scheint mir. Aber wenn ich noch was anderes ansprechen darf, die Rolle der Öffentlichkeit ist ja inzwischen sehr gut bekannt. Ne? Und wir wissen, dass es unglaublich viel Publikationen zum Dreißigjährigen Krieg gibt, an den, also Flugschriften, zeitgenössisch und so weiter.
Und ja, auch in Sachsen, wie sowas wie den sächsischen Seehund, der in der Elbe gesehen worden ist als Zeichen oder so. Aber die Frage zum Beispiel, wie breitenwirksam diese Kommunikation dann ist, welchen Einfluss sie hat und diese ganzen Legitimationsstrategien, das hat man ja, kann man weder genau für Sachsen noch alle andere Gebiete greifen. Nur so ein Einzelpunkt, man hat es eher für den 80-jährigen Krieg zum Beispiel untersucht. Und das finde ich auch ganz interessant. Mhm. Oder wenn ich das noch sagen darf, weil Herr Mazerath ja auch heute gesprochen hat zur Ernährungsfrage. Es gibt da so ein bisschen zwei Erzählungen über den Krieg. Das eine ist mal diese ganz große Zerstörung und alle Grundlagen der Nahrungsmittel werden vernichtet. Und das andere ist, geht in so ein bisschen andere Richtung. In den Städten ist doch immer noch mal Geld da, wenn wieder Kontributionen erpresst werden und das Vieh, das die Soldaten rauben, kann man zurückkaufen. Also irgendwie läuft das. Und es gibt ja auf der Ebene so der fürstlichen Gesellschaften auch keine Not. Aber da bleibt ja doch oft die Frage offen, wie an verschiedenen Gebieten dann doch konkreter diese Versorgung dann von Akteuren vor Ort sichergestellt werden konnte oder eben nicht, und zu welchen Mechanismen man gegriffen hat, um dann Ausgleich zu schaffen. Hm. Dankeschön. Dorothee, direkt dazu, oder? Ich würde nochmal sozusagen am Anfang der Replik von Astrid Ackermann ansetzen und dann den Beitrag von Sigrid Westphal, und zwar das Thema zum einen Frieden und zum einen die Verbindung zu und der Vergleich zu anderen. Das sind die zwei Punkte. Ich denke, Johann Georg ist interessant, nicht nur wegen seiner Reichsverfassungsorientierung, die er selbst so nennt. Das ist ja vor allem er, der dieses Argument bringt, sondern vor allem wegen seiner Friedensvorstellungen. Man könnte am Beispiel Johann Georg sehr, sehr gut untersuchen, welche Friedensvorstellungen während des Dreißigjährigen Krieges, welche unterschiedlichen Friedensvorstellungen vorherrschten und wie sie sich bis zum letztlichen Frieden und den Friedensverhandlungen 1648 verwandelt, aber auch verstetigt haben, verändert haben. Denn das ist etwas, was wir bei vielen Arbeiten zum Dreißigjährigen Krieg ja nach wie vor nicht wissen und auch zum Westfälischen Friedenskongress im Grunde nicht wissen, welche zeitgenössischen Friedensvorstellungen der Beteiligten mussten gegeneinander ausgeglichen werden. Und es wurde ja heute mehrfach betont, dass Johann Georg im Grunde von Beginn des Dreißigjährigen Krieges an immer wieder auch versucht hat, zu vermitteln oder eine befriedete Konstellation, wie konkret die dann auch jeweils aussah, das sah ja unterschiedlich aus, zustande zu bringen. Ich denke, das wäre ein sehr aktuelles und ein sehr interessantes Thema, weil es sich an einer Person, an einem Fürsten zeigen lässt, wie sich Friedensvorstellungen wandeln können unter äußeren Bedingungen, unter militärisch veränderten Bedingungen, unter wirtschaftlich veränderten Bedingungen. Das andere, was, denke ich, ein sehr interessanter Zugang wäre, Johann Georg und sein Netzwerk zu Reichsständen, zu anderen Fürsten. Also, dass wir nicht isoliert betrachten, wie wir Maximilian von Bayern betrachtet haben, wie wir andere Reichsfürsten betrachtet haben, zum Beispiel den Trierer Kurfürsten, den Kölner Kurfürsten, sondern dass wir versuchen, ihn in ein Netz zu bringen. Mit welchen Kurfürsten hat er sich ausgetauscht? Mit wem hat er sich politisch auf einer Linie gesehen? Wir wissen ja, er hat gegen den Heilbronner Bund agiert. Er wollte selbst ein Bündnis von Reichsständen sammeln als eine Partei, als eine Friedenspartei vielleicht, als eine Kriegspartei wohl eher in dieser Phase des Krieges. Mit wem hat er sich verständigt? Das gerade dann vielleicht auch im Kontrast zum Beispiel zu Hessen-Kassel, die sehr früh die Seiten gewählt haben und es sehr konsequent gemacht haben, Bayern als einen Kurstand. Und ich denke, das wäre eine zweite attraktive Perspektive, die auch für den Dreißigjährigen Krieg und die Friedensverhandlung was Neues bringt, weil es eben die Reichsstände als Gruppe darstellt und als sozusagen nicht nur die großen Akteure der auswärtigen Mächte oder einzelner besonders exponierter Reichsstände, sondern man könnte versuchen, in das reichsständige Netzwerk zu gehen. Das noch als Ergänzung oder als Beitrag. Ja, das ist ein interessanter Vorschlag. Wir müssen natürlich immer, aber darüber haben wir vorhin ja schon diskutiert, Johann Georg ist nicht Johann Georg sozusagen. Ne? Johann Georg ist immer mehr als er selbst und da hängen Geräte mit dran und andere Akteure, aber das ist kann man ja genau darauf auch übertragen, ne? Auf solche Netzwerke. Und Lena Oetzel ist ja auch da, die kursächsischen Gesandten ja auf dem Westfälischen Friedenskongress erforscht und
das auch im November ja uns schon präsentiert hat. Das ist ja auch eine Dimension, diese Gesandtschaften, die dann mit zu berücksichtigen wären. Vielleicht eine Frage noch, die auch anknüpft an die Präsentationen, die Statements. Wir haben jetzt die Burkhardtschen beziehungsweise diese Idee, Johann Georg als Friedensfürst und Friedenssehnsüchtiger diskutiert. Und wir haben aber von Dorothee Getze gehört, dass Johann Georg zumindest unter den Zeitgenossen in Schweden nun nicht so gesehen wurde oder dass vielleicht kein hervorragendes Feature gewesen ist, was man an Johann Georg geschätzt hat. Mich würde interessieren, ob das bei den anderen Parteien irgendwie eine Rolle spielte. Also diese heutzutage sehr stark gemachte Perspektive auf Johann Georg als jemand, der den Frieden sucht. Ist das ein Thema gewesen bei den Zeitgenossen? Also sei es in der Propaganda, sei es in der Politik, oder ist das eine sehr jetztzeitige Perspektive, die damals eigentlich niemanden interessiert hat? Frau Westphal. Ich möchte nochmal auf den Vortrag von Herrn Mazarat verweisen. Da haben wir ja festgestellt, dass sich die Ritter im Prinzip dann auch der Politik Johann Georgs verweigern und eben nicht militärisch aktiv werden wollen. Mhm. Und ich kenne diese Diskussionen jetzt über Sachsen-Coburg, also kenne ich ähnliche Diskussionen aus Sachsen-Coburg und ähnlichem. Also ich glaube, wir müssen da viel genauer nochmal hinschauen. Und da meine ich auch dann vor allem den Beginn des Krieges. Da haben wir da eine relativ intensive Diskussion darüber, wie man sich eigentlich hier am besten aufstellen und verhalten soll. Und da wird auch sehr intensiv auch über dieses Thema Neutralität gesprochen. Mhm. Ich fand das sehr spannend, dass eben offenbar noch 1631 das noch sehr nachhalt und nachwirkt, dass eben auch innerhalb eines Landes dann gerade die Landstände sagen, also wir verweigern uns hier. Das sind einfach für mich erstmal Indizien. Und ich glaube, man müsste die politische Diskussion innerhalb eines Landes, also Landtagsakten und den Briefwechselkorrespondenzen, vielleicht nochmal gezielter auf diesen Aspekt hin beleuchten und einfach einen Perspektivwechsel einnehmen und das vielleicht neu interpretieren, wenn das hergibt. Also das war für mich heute ein sehr interessantes Indiz mit 1631, dass sich die Landstände verweigern. Also einfach nur vielleicht, dass man da gezielt dann die Quellen nochmal daraufhin befragt und nochmal genauer schaut. Ja. Ich könnte jetzt noch was zu 1635 und zum Prager Frieden sagen, der ja zeitgenössisch sehr positiv aufgenommen worden ist, also erstmal unmittelbar positiv aufgenommen worden ist von einem Großteil der protestantischen Reichsstände und wo man im Grunde auch Kursachsen hier durchaus also auch in einer sehr positiven Rolle gesehen hat. Ja. Aber wie gesagt, wir wissen ja, dass sich dann auch dass so etwas immer sehr perspektivenabhängig ist. Ja, ja, danke schön. Astrid Ackermann. Und dann Herr Wollschneider. Ich schließe mich der Sekret an, aber vielleicht noch wissen wir ja auch, alle Akteure sprechen ja davon, dass sie einen Frieden wollen, nicht? Und das bleibt nur oft dann auf einer bestimmten Ebene etwas hohl. Es ist ein guter Frieden, ein gerechter Frieden, und dann kann man das aber je nach Hintergrund unterschiedlich füllen. Und das geht ja tatsächlich dann nur, wenn man sich die dahinterstehenden Konzepte erschließen kann. Aber das wird ja auch prinzipiell immer im Munde geführt. Insofern reicht das Wort Frieden ja selber nicht aus, aber das ist ja schon deutlich geworden. Okay. Michael. Die zeitgenössische Wahrnehmung auf reformierter Seite ist alles andere als friedlich, sondern da wird, ich kenne das von den Anhaltern, da sind die Sachsen größere Feinde als die Katholiken, ne? Also denen werden jesuitische Praktiken unterstellt und so weiter. Also die Gräben ungeheuer tief. Also das hat mit einer Wahrnehmung von Friedenspolitik nicht viel zu tun, sondern wir sprechen jetzt immer von den protestantischen Reichsständen, aber da muss man
auch nochmal ganz klar die Gräben akzentuieren, die da auch selbst auf dem Westfälischen Friedenskongress noch ganz, ganz deutlich zu spüren sind. Ne? Also das ist ein wichtiger Aspekt, auch gerade wenn man Netzwerke untersuchen will. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, Astrid? Darf ich anfangen? Stimmt, Herr Rohrschneider, aber es gibt ja auch die Zusammenarbeit zwischen der fruchtbringenden Gesellschaft oder so. Und da scheint das ja, verläuft es einfach eigentlich ganz gut. Und aus den Ernestiner haben dann doch teilweise mehr Furcht vor den Katholiken, weil man sagt, ja, da gelten wir als die Ketzer. Es ist gar nicht fraglich, ob Verträge eingehalten werden. Also hat es überhaupt Sinn zu verhandeln oder so. Ne? Also das ist, glaube ich, sehr auch einzelfallabhängig, mit wem man es dann gerade zu tun hat, in welcher Konstellation. Herr Sterneck, Sie haben. Ja, ich möchte noch dazu sagen, dass es vielleicht auch damit zu tun hat, dass der Johann Georg im Schatten Wallensteins steht, in der allgemeinen Wahrnehmung als Friedensförderer. Das ist auch eine Strömung, auch in der neuen Historiografie, also auch von Seiten einiger Zeitgenossen und auch in der neuen Historiografie, dass das hervorgehoben wird, dass Wallenstein eben der gewesen ist, der um allgemeinen Frieden strebte. Ja, es ist natürlich sehr vereinfachend, aber dieses Bild eines Friedensförderers gibt es da und ist auch wieder belebt worden in den 90er Jahren durch einige Arbeiten in der tschechischen Historiografie. Also nicht Johann Georg, sondern Wallenstein als die Person, die mit den Friedensbemühungen verbunden wird. Ja, vielen Dank. Ich schaue auf die Uhr. Wir haben reichlich diskutiert. Das fand ich jetzt aber auch wichtig, dass wir im Anschluss an die Statements, die ja pointiert waren und sehr, sehr breit uns auch das Feld erschlossen haben, dann aber auch noch ein bisschen Zeit hatten von einer halben Stunde etwa, um wirklich auch nochmal in die Diskussion zu kommen. Es gibt viele spannende Fragen. Ich will jetzt niemanden abwürgen. Wenn ganz drängende Fragen auch aus dem Publikum sind oder Statements, können wir das natürlich gerne noch klären. Ich schaue mal in die Runde, aber es sind alle wohlig erschöpft, offensichtlich. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für diese Runde. Ich fand das sehr, sehr spannend. Ich habe vieles mitgenommen, viele Hausaufgaben sozusagen für die sächsische Landesgeschichte. Aber ich würde mich natürlich auch freuen, wenn dieser Dialog weitergeht. Weil ich denke, oder das wäre eines meiner Anliegen natürlich auch, Landesgeschichte, die ich nun hier aus sächsischer Perspektive zu betreiben habe, Anschluss findet, beziehungsweise Schnittstellen findet zur allgemeinen Geschichte, gerade beim Dreißigjährigen Krieg, finde ich, kann man das nicht trennen. Es wird teilweise getrennt, wenn man die allgemeinen Einführungen liest oder dann schwebt es manchmal oben drüber. Und das, was man in der Region, in der Fläche sieht, ist natürlich sehr zu differenzieren. Wir haben es, glaube ich, an dieser Podiumsdiskussion und an den verschiedenen Beiträgen sehr schön gesehen und gehört, dass es eben die klaren Fronten nicht gibt. Die klaren Zuordnungen werden, je näher man sozusagen die Linse drauf fällt, werden immer schwieriger und dann wird das Ganze auch natürlich auch sehr schwer zu bearbeiten, gleichzeitig aber auch sehr spannend. Und was wir auch gesehen haben, was immer subkutan sozusagen auch mitlief, gerade bei der Diskussion, warum denn nun die Forschung nicht so weit ist, wie wir es uns wünschen würden. Man trägt in der Geschichtswissenschaft immer doch einen erheblichen Ballast an alter Forschung und Alter von bestimmten ideologischen, konfessionellen, was auch immer Prägungen, geprägten Ballast sozusagen mit sich herum. Und das wirkt sich dann, wie ich auch in anderen Zusammenhängen doch immer wieder sehe, in der Historiografie, auch in der Landesgeschichte aus. In Sachsen ist immer noch die besondere Situation, dass man nicht nur die alte Forschung hat, sondern auch noch diese DDR-Phase, wo es mit der Landesgeschichte und der regionalen Forschung auch schwierig war. Das sind also viele Aufgaben, die da vor uns liegen. Ich freue mich darauf. Ich freue mich, wie gesagt, auf die Verbindung und die weitere Zusammenarbeit. Und wir treffen uns ja dann morgen zur
weiteren Runde unserer Tagung. Ab 9.30 Uhr geht es los, also ein bisschen später als im Programm angekündigt. Und dann haben wir nochmal drei Vorträge und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie live dabei sind, entweder analog oder digital, wie Sie es einrichten können. Also ganz herzlichen Dank. Ich stelle in den Chat als letzte Aktion noch meinen Wonder-Raum, wenn Sie kurz vorbeischauen möchten. Ich kann zwar keine Getränke da anbieten, aber vielleicht kann man sich einfach noch so ein bisschen austauschen, gerade mit den Kolleginnen und Kollegen, die ich heute nicht persönlich gesehen habe. Das würde mich natürlich sehr freuen, euch und Sie da noch zu sehen. Ansonsten machen Sie es gut, einen schönen Abend und ganz herzlichen Dank an die Diskutantinnen und Diskutanten für den schönen Abend. Bis dahin.